aus den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull von Thomas Mann. Die Musterung. Mein Gesicht verzerrte sich, aber damit ist wenig gesagt. Es verzerrte sich auf eine, meiner Meinung nach, völlig neue und schreckenerregende Art, so wie keine menschliche Leidenschaft, sondern nur teuflischer Einfluss und Antrieb ein Menschenantlitz verzerren kann. Meine Züge wurden buchstäblich nach allen vier Seiten, nach oben und unten, rechts und links auseinandergesprengt, um gleich darauf wieder gegen die Mitte gewaltsam zusammenzuschrumpfen. Ein abscheulich einseitiges Grinsen zerriss danach meine linke, dann meine rechte Wange, während es das dazugehörige Auge mit furchtbarer Kraft verkniff, das entgegengesetzte aber so unmäßig erweiterte, dass mich das deutliche und fürchterliche Gefühl ankam, der Apfel müsse herausspringen, und das hätte er immerhin tun mögen. Mochte er doch. Der Oberstabsarzt war zurückgetreten. »Sind Sie bei Sinnen?« fragte er mit einer Mischung von Ärgerlichkeit und Teilnahme in der Stimme. »Zu Befehl, Herr Kriegsarzt!« erwiderte ich in dienstfertigem Tone. »Und bewahren Sie eine Erinnerung an das eben Durchlebte?« »Ich bitte«, war meine Erwiderung, »gehorsamst um Vergebung, ich war einen Augenblick etwas zerstreut.« Kurzes, gewissermaßen bitteres Lachen antwortete mir vom Sitzungstische her. Man wiederholte murmelnd das Wort »zerstreut«. »Sie schienen allerdings nicht ganz bei der Sache zu sein«, sagte der Oberstabsarzt. »Hatten Sie sich in erregtem Zustand hier eingefunden? Erwarten Sie die Entscheidung über Ihre Dienstfähigkeit mit besonderer Spannung?« »Ich gebe zu«, antwortete ich hierauf, »dass es mir eine große Enttäuschung gewesen wäre, abgewiesen zu werden, und ich wüsste nicht, wie ich meiner Mutter mit einem solchen Bescheid unter die Augen treten sollte. Sie sah früher zahlreiche Angehörige des Offizierkorps in ihrem Hause und bringt der Heeresorganisation die wärmste Bewunderung entgegen. Deswegen liegt es ihr besonders am Herzen, dass ich zum Dienst herangezogen werde, und sie verspricht sich davon nicht nur bedeutende Vorteile für meine Bildung, sondern namentlich auch eine wünschenswerte Kräftigung meiner zuweilen schwankenden Gesundheit.« »Ausgemustert«, sagte er, indem er das Wasserglas auf das Tischchen stellte, dorthin, wo auch sein Handwerkszeug, Meterband, Hörrohr und Hämmerchen lagen. »Die Kaserne ist keine Heilanstalt.« Wie viel Felix Krull steckt in dir? Also wenn du danach fragst, ob ich gedient habe, nein, ich war auch ausgemustert. Und ja, es gab so Methoden, zum Beispiel Magnesiumpulver in die Brusthaare, gibt ein ganz scheußliches Röntgenbild. Aha, ja. Weil es nicht richtig so Röntgen ist? Nein, du hast einen Schatten auf der Lunge. Und das hat gewirkt? Scheint so. Wie hältst du es sonst, also unser Thema ist ja heute Wahrheit, wie hältst du es sonst mit der Wahrheit? Wie es gerade passt. Okay, mehr im Beruflichen oder im Privaten? Wie es gerade passt. Ist klar, was ist denn eigentlich Wahrheit für dich? Das ist die Frage an dich. Wie hältst du es denn mit derselben? Wie es gerade passt. Das passt dir so. Herzlich willkommen zu Wahnsinn trifft Methode. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle wieder da sind und vielleicht auch einige von Ihnen, die noch nicht hier waren. Und um kurz zu erklären, was wir hier eigentlich treiben. Wahnsinn trifft Methode. Wahnsinn ist klar, steht für die Wissenschaft und Methode für alles drumherum. Deshalb. Du bist wohl wahnsinnig. Das ist ja, ich meine, Sie können sich das denken. Wir haben uns überlegt, dass der Alltag Wahnsinn genug bietet, aus diesem Alltag Menschen zu präsentieren, die wir mit der Wissenschaft, mit der Methode konfrontieren. Und irgendwann gerät alles durcheinander und man weiß nicht mehr, was der Wahnsinn und was die Methode ist. Sie haben es eben selbst erlebt. Deshalb freuen wir uns heute sehr darauf, uns dem Begriff der Wahrheit auf vielen verschiedenen Arten und Weisen zu nähern. Und wir haben tolle Gäste mitgebracht. Du zwei aus der Wissenschaft, ich zwei aus dem Wahnsinn und eine, die über allem steht. Wollen wir losgehen?
Und um diese Frage an mich und an dich, wie wir es mit der Wahrheit halten, gleich mal in die Runde zu werfen, wie sieht es eigentlich bei Ihnen aus? Wie halten Sie es mit der Wahrheit? Also wer hält es eher mit der Halbwahrheit? Vielleicht so mal durch Fingerzeig. Nur eine einzige Meldung. Das finde ich spannend. Aber wir haben ja Psychologen. Die Bezeichnung meines Faches heißt Neuropsychologie. Neuropsychologie. Man merkt es ja. Also die Wirklichkeit, der ungebildete Alltag trifft auf die gebildete Wissenschaft. Aber die erste Frage vorweg war eigentlich, wie halten Sie es mit der Wahrheit? Die Wissenschaft versucht, nachweisbare Erkenntnisse zu generieren. Und als Wissenschaftlerin versuche ich, diese Naturgesetze zu identifizieren, mit Beweisen zu belegen. Und jeder, der in der Wissenschaft ausgebildet ist, weiß, dass das statistische Aussagen sind, also diese Aussagen eine Wahrscheinlichkeit haben, die möglicherweise, oder diese Aussagen können möglicherweise dann wieder widerlegt werden. Und jede gute Theorie zeichnet sich dadurch aus, dass es die Möglichkeit gibt, sie zu falsifizieren. Das ist jetzt sozusagen Ihre berufliche Wahrheitsfindung. Ich wollte aber erst mal ganz kurz noch auf die persönliche. Also wie halten Sie es mit Ihrer persönlichen Wahrheit oder vielleicht die letzte kleine Lüge? Als Psychologin würde ich hier antworten, wenn ich jetzt antworten würde, dass ich niemals lüge, dann hätte ich ein Item beantwortet, dass man oder so beantwortet, dass man mir nachweisen würde, dass ich sozial erwünscht antworte. Also in der Psychologie setzen wir genau diese Frage ein, um herauszufinden, ob jemand in der zum Beispiel Befragung, in dem Test die Wahrheit sagt. Und wenn man sagt, ich lüge nie, dann sagt man ganz bestimmt auch im Test nicht immer die Wahrheit, denn jeder Mensch lügt. Und ich wahrscheinlich auch ab und zu. Also herzlich willkommen, Neurowissenschaftlerin Professor Röder. Neuropsychologin, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder mit dem Neuro durcheinander gebracht. Wir haben noch eine weitere Wissenschaftlerin, Frau Gunja, bei uns. Sie ist Literaturwissenschaftlerin. Was haben Sie mit der Wahrheit zu tun? Tja, also ich gehöre dem Interdisziplinären Zentrum für Narratologie ein. Wir beschäftigen uns mit dem Erzählen in allen möglichen Medien. Und dann gibt es da noch so eine Untergruppe von Wissenschaftlern, die tummeln sich in dem Wortfeld Faktualität, Fiktionalität, Authentizität. Und für uns zunächst einmal halten wir das so mit Nelson Goodman zum Beispiel, der gesagt hat, es gibt mehrere Wahrheiten, mehrere Wirklichkeiten, mehrere Welten und die werden konstruiert, je nachdem in welchem Bezugssystem man sich befindet. Und wenn ich von Wahrheit oder Authentizität oder Faktualität spreche, dann beziehe ich mich auf mein Bezugssystem, was aus meiner Wissenschaftsdisziplin herauskommt. Genau das ist es. Das klang jetzt genau das ist es. Das klang sehr einfach. Aber bevor wir eintauchen nochmal in den wissenschaftlichen Bereich, vielleicht nochmal ganz persönlich. Was ist für Sie Wahrheit? Wie halten Sie es mit der Wahrheit oder vielleicht mit der kleinen Notlüge zwischendurch? Naja, also ich weiß ja, wie heutzutage nah Wahrheit und Fiktion beieinander liegen. Durch die neuen Medien gibt es zig Techniken, um Realität zu faken. Und ich habe zwei Söhne und da habe ich mich auch schon manchmal eines Fakes bedient, um sie in die eine oder andere Richtung zu bringen. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht. Wie wir das psychologisch zu deuten haben, das klären wir später. Frau Wölki. Ich mach's kurz. Wahrheit, so viel wie möglich, Notlügen, so viel wie nötig. Okay. Wo das Maß zwischen möglich und nötig ist? Entscheidet die Tagesform. Das ist meine Aussage. Herzlich willkommen, Christiane Wölki, Astrologin, sehr bekannt. Herrn Seufert hatten wir eben schon kurz vorgestellt. Sie haben quasi den größten deutschen Medienskandal der Nachkriegsgeschichte aufgedeckt. Die gefälschten Hitler-Tagebücher im Stern. Wie halten Sie es ansonsten persönlich mit der Wahrheit? Das war ja eine Geschichte, wo der Wahnsinn Methode hatte. Aber dazu kommen wir ja wahrscheinlich später. Genau. Als Journalist versuche ich, der Wahrheit nach besten Kräften nachzukommen. Als Schriftsteller kann ich mich austoben. Das ist unkontrollierbar. Und im Privatleben gibt es vielleicht ab und an eine Notlüge. Okay, wo genau, das klären wir auch später.
Vielleicht noch einmal zu unserem besonderen Gast heute, die quasi über den Dingen steht. Wir haben Sie noch mal eingeladen, weil wir fanden das Thema Wahrheit in Beziehungen, also zwischen Mann und Frau, kann niemand besser auf den Punkt bringen als Anna Depenbusch. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist mit dem ersten Song. Und der heißt Wir sind Hollywood. Was das mit Wahrheit zu tun hat, klären wir später. Da, wo die Träume wohnen und kämpfen mit vereinten Kräften gegen die Fakten, denn die kennen wir schon. Der gute Wille kommt von oben, lass uns von unten durch den Keller rein. Was zum Teufel hat sich bloß so verbogen? Wir wären nicht, was wir sind und ein Stück Illusion, wüssten nicht mehr wohin, nicht zurück, nicht nach vorn. Schau, wir wahren den Schein, wir können alles sein. Ja, ja, ja. Komm, erklär mir die Gesetze, doch ich höre eh nur, was ich hören will, und reservier uns die besten Plätze. Außen zeigen wir doch wirklich Stil, und jede Wahrheit trübt die Sinne. Großes Kino kann so anstrengend sein, auch dem Ende wohnt ein Zauber inne. Wir wären nicht, was wir sind und ein Stück Illusion, wüssten nicht mehr wohin, nicht zurück, nicht nach vorn, und wir tragen zur Schau, wir wahren den Schein, wir können alles sein. Wir sind Hollywood, Bond, Model, Bond. Hollywood, Bond, Model, Bond. Wir sind Hollywood, Bond, Model, Bond. Wir sind Hollywood. Wir sind Hollywood, Bond, Model, Bond. Hollywood, Bond, Model, Bond. Wir sind Hollywood, Bond, Model, Bond. Wir sind Hollywood. Wir sind Hollywood. Du kannst die Augen wieder öffnen, denn wir sind da, wo die Träume wohnen. Vielen Dank, Anna Depenbusch. Anna, von Schein und Sein haben wir jetzt schon was gehört. Wie hältst du es mit der Wahrheit? Oh, sehr dehnbar. Also, wann, wie? Viel im Alltag. Also kleine Situationen, wo ich denke, oh, sage ich da jetzt die Wahrheit? Und dann entscheide ich mich dagegen. Jetzt müssen wir ja mal versuchen, genauer zu werden. Du interessierst dich offenbar für die Wahrheit als Gegensatz zur Lüge, Frau Röder, eher die Wahrheit als Gegensatz zum Falschen, zur falschen Information, also wissenschaftliche Wahrheit. Und bei Ihnen haben wir das Gegensatzpaar Wahrheit und Fiktionalität, was nochmal wieder was anderes ist. Wollen wir dir den Gefallen tun, von Frau Röder zu hören, wie das ist, wenn du lügst bei dir hier oben? Das wäre schön. Ich ja. Tue es nur nie, aber... Vielleicht können Sie uns was sagen. Wie funktioniert sagen, das? Genau. Sie, was passiert in meinem Körper? Kann man das sehen? Ob man das wirklich repräsentieren kann, sodass man es sieht? Also zunächst einmal, was ist Wahrheit und Lüge? Sie fragen mich jetzt, was passiert, wenn ich lüge? Das heißt, wenn ich das sage, was ich denke, nicht die Wahrheit ist. Das heißt nicht, dass das, was, wenn ich die Wahrheit sage, unbedingt die Wahrheit ist. Also Lüge ist das, Eine Aussage, die einen Gegenstand hat, von dem ich überzeugt bin, dass er nicht stimmt, die meinen Repräsentationen im Gehirn nicht entspricht. Und das erfordert einen aktiven Kontrollzustand. Wir bezeichnen das als exekutive Funktion. Es ist an ein Areal gekoppelt in unserem Frontalhirn.
dieses Areal kontrolliert meine kognitiven Prozesse und erlaubt mir, etwas zu tun, von dem ich weiß, dass es zum Beispiel nicht der Wahrheit entspricht. Also im Prinzip wollen Sie sagen, wenn ich lüge, ohne zu wissen, dass ich lüge, also nicht weiß, dass ich die Unwahrheit sage, dann würden Sie das nicht als Lüge werten, sondern nur, wenn ich ganz wirklich dann den Befehl gebe, bitte, liebes Gehirn, jetzt spuck sozusagen eine Unwahrheit aus, von der ich weiß. Genau. Also uns interessiert ja jetzt der Fall, was passiert, wo warst du, Liebling, im Büro? Und können Sie da herausfinden, was sich hier oben abspielt? Kann man das sichtbar machen? Kann man das sehen? Das ist natürlich ein Traum schon seit ganz langer Zeit, dass man ein quasi neuronales Signal, entweder direkt ein neuronales Signal aus dem Gehirn ableitet oder aus peripheren Prozessen, die beim Lügen entstehen, ein gerichtsfestes Signal quasi generiert, das einem erlaubt zu sagen, okay, der lügt oder die lügt und der lügt oder die lügt nicht. Was ist mit dem Lügendetektor? Der Lügendetektor ist dieser Versuch, man hat es früher versucht über die elektrodermale Aktivität, denn wenn man lügt, ist unser Sympathikus, ein Teil unseres autonomen Nervensystems, verstärkt aktiv. Das heißt, wie würde es funktionieren? Ich würde jetzt die Hand ausstrecken und Sie würden Elektronen? Man würde Elektronen anbringen, dann braucht man nur zwei und man leitet das Ganze eben ab, verstärkt es mit einem, ja, mit einem Verstärker. Leider haben wir keinen und, hier. Und man kann sich stellen uns das jetzt mal vor. Und man sieht dann so einen Ausschlag, der die Leitfähigkeit quasi der Haut widerspiegelt. Und die ist erhöht, wenn man Schweiß auf der Haut hat. Und man ging davon aus, okay, wenn man dann so einen Ausschlag sieht, dann entspricht wahrscheinlich die Aussage im Moment nicht der Wahrheit. Aber wenn Sie bei mir das jetzt ableiten, dann werden Sie einen massiven Ausschlag sehen, obwohl ich versuche, die Wahrheit hier oder wahrscheinlich auch die Wahrheit sage. Ich bin nur aufgeregt. Und das ist auch der Nachteil dieses Verfahrens. Das ist nicht spezifisch. Es ist ein Maß einer Arousal-Reaktion, also einer verstärkten Aktivität, die wir irgendwie brauchen, wenn wir unser Verhalten kontrollieren. Aber Sie machen das doch anders. Sie schieben die Leute in ihre Röhre. Ne? Genau, und dann hat man gesagt, also, das funktioniert irgendwie nicht. Wir brauchen ein direktes Maß unseres Gehirns. Also für was für Fälle überhaupt? Für die Wissenschaft oder um wirklich Wahrheit zu überprüfen? Also das, zunächst einmal möchte man einfach wissen, wie unterscheidet sich denn, welche kognitiven oder neuronalen Prozesse liegen denn falsche Aussagen zugrunde. Und man muss erstmal diese Signatur im Labor untersuchen, bevor man die in der Anwendung dann vielleicht auch einsetzen kann. Und von daher hat man sehr viele Studien, gerade auch in der jüngsten Zeit gemacht, wie Herr Lenz richtig sagt, mit direkten Maßen der Gehirnaktivität. Dazu gehört die sogenannte Elektroenzephalographie. Da misst man die elektrische Aktivität, die in unserem Gehirn entsteht, die immer vorhanden ist. Wie messe ich da? Also Sie haben eben arbeitet. Von der Röhre gesprochen. Wo das ist sowas, das misst man, das messen wir auch in unserem Labor mit so einer Art Badekappe mit kleinen Elektroden drin. Die werden mit einem Verstärker angeschlossen. Dann kann man die Gehirnaktivität extrahieren und bestimmte Parameter extrahieren für wo ist das Gehirnaktivität, wann ist es aktiv. Und hier hat man versucht, spezifische Signaturen zu identifizieren, die mit Lügen einhergehen. Also wenn ich jetzt in Ihrer Röhre liege mit dieser besagten Badekappe auf und lüge... Das war jetzt erstmal das Elektroenzephalogramm. Genau, die Röhre, die genau. Ich wollte wissen, was passiert in meinem Gehirn? Also das okay. Ja, was passiert im Gehirn? Dann ist die Frage, die man eben auch mit der funktionellen Kernspintomographie, das ist die Röhre, zu identifizieren oder zu beantworten versucht. Gibt es ein Lügenzentrum in unserem Gehirn? Gibt es da irgendwie ein spezifisches Modul, das uns erlaubt zu lügen? Und da ist man sich eigentlich der Wissenschaft einig darüber, das gibt es nicht. Wir nutzen verschiedene Funktionen, die man subsumieren kann mit dem Begriff exekutive Funktion, um zu lügen, wie wir auch diese nutzen, uns zum Beispiel in einer Situation, in einem Vorstellungsgespräch darzustellen oder in jeder Situation unser Verhalten zu kontrollieren. Sind das aus Ihrer Sicht Lügen, die sozusagen erlaubt sind, also in einem Vorstellungsgespräch zu lügen? Wir können ja mal in die Runde fragen. Also wäre das in Ordnung, Anna, wenn du dich irgendwo vorstellst? Hast du schon mal geflunkert? Ich sag dir jetzt also flunkern. Ganz bestimmt. Also das ist schwierig. Also ich glaube, in so kleineren, wenn es nicht so wichtig ist, wenn es nicht so wirklich ums Eingemachte geht, dann darf man lügen. Also wenn wirklich die Konsequenz sehr groß ist
Also was ich ja zum Beispiel, immer relativ, was ich halt immer so schwierig finde, ist zum Beispiel, jemand kocht einem was zu essen, ganz liebevoll, es schmeckt fürchterlich. Ja. Was soll ich machen? Ich sage, es war aber super lecker. Und das ist, also das ist mir heute Morgen passiert. Ich war bei einer Freundin eingeladen und die hat was fürchterlich. Ist sie heute hier? Und ich finde das okay, dann zu lügen und zu sagen, um den anderen nicht zu verletzen. Ja, um den anderen nicht zu verletzen, weil ich auch denke, sie hat sich Mühe gegeben. Lecker. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Die Lampen bringen es an den Tag. Ihre Freundin wird es vielleicht erfahren. Oh ja, Herr Seufert, also Sie sind ja eigentlich sozusagen beruflich natürlich der absoluten Wahrheit auf der Spur, aber so, solche Geschichten, wie wir jetzt moral, wir sind doch jetzt im Moment weder neuronal noch journalistisch, sondern einfach das Empfinden jedes Einzelnen, wann ist ein bisschen Lügen erlaubt bei Ihnen? Ja, also das mit der absoluten Wahrheit ist ohnehin solche Sache. Ein guter Kollege und Freund, der leider inzwischen tot ist, hat mir mal gesagt, Tipp fürs Leben, beim Lügen muss man bei der Wahrheit bleiben. Beim Lügen muss man bei der Wahrheit bleiben. Ja, über den Satz sollte man mal nachdenken. Man kann sehr schnell beim Lügen erwischt werden, wenn man in einer Erzählung etwas sagt, was die anderen nachprüfen können. Wie damals bei den Tagebüchern. Ja. Aber am Anfang war es so gut gelogen, dass man dachte, es sei wahr. Ja, da gab es viele Dinge, die dazu beigetragen haben, dass dieser Wahnsinn stattfinden konnte. Okay. Dazu kommen wir später noch. Aber ich wollte nur einmal kurz noch ein bisschen. Ich würde noch ein bisschen mehr von Frau Röder erfahren. Ich auch, nur weil Frau Röder gesagt hat, dass sie nicht beruflich und professionell hier für die Moral verantwortlich sein möchte, wollte ich Sie ein bisschen entlasten kurz zwischendurch. Frau Wölke, wie ist es bei Ihnen mit der Wahrheit? Also wann darf man nicht notlügen? Also ich finde, man darf lügen, wenn man das Gefühl hat, die Wahrheit würde jetzt den anderen verletzen, weil der würde jetzt damit nicht umgehen können. Dann würde ich bestimmt lügen. Ich würde, glaube ich, nicht in so einer Situation mit dem Essen lügen. Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, super, sondern ich würde vielleicht sagen, ja, ist gut, ist okay, ja, interessant, genau. Das ist das richtige Wort. Ja, so würde ich mich wahrscheinlich verhalten. Ja. Frau Gunja, wie ist es bei Ihnen? Noch einmal kurz nur die... Wir wollen ja keine moralischen Instanzen, sondern nur das persönliche Empfinden. Ich glaube, das kann jeder nachempfinden. Heute ist übrigens meine beste Freundin extra hier, mit der ich sehr oft Diskussionen übers Lügen habe, weil ich bin genau wie Anna so jemand, der sagt, auch wenn er was Hässliches zu Weihnachten kriegt, oh, das ist total schön, weil ich das schrecklich finde, den anderen zu verletzen. Und wenn ich dann hinterher das aber in den Schrank räume, dann wird das als sehr, sehr unhöflich empfunden. Und die andere haben die Meinung, man soll immer bei der Wahrheit bleiben. Frau Gunja, wie finden Sie das? Naja, wenn ich also aus meinem Berufsstand her argumentieren sollte, dann ist ja die Lüge etwas, was eine Aussage, die ihre Täuschungsabsicht vertuscht, also bewusst auch vertuscht. Und bei der Fiktion ist das was anderes. Die Fiktion vertuscht niemals die Täuschungsabsicht, sondern sie in fiktionalen Texten, Erzähltexten, auch hier in den Bekenntnissen von Felix Krull, von Thomas Mann, ist es immer so, dass kleine Signale gesetzt werden und wenn nur im Untertitel Roman steht. Ja. Also das ist für uns der Unterschied zwischen Lüge und Fiktion und ja, deswegen... hat Platon sie ausgegliedert und die Dichter auch völlig ausgesperrt aus seinem Staat, ja. Aber hinterher wurden sie wieder reingeholt von Aristoteles. Ha. Können Sie das lesen da an der Wand? Nein, ich kann nicht lesen. Aber es heißt wahrscheinlich Aletheia. Und? Ich weiß es nicht. Kann jemand Altgriechisch? Ja. Okay, dann bitte einmal laut vorlesen. Ha! War ich gut? Sehr gut. Ja. So. Jetzt haben wir Sie entlastet von der moralischen Frage. Wir haben jetzt hier eine lebende Leibniz-Preisträgerin mitgebracht, um natürlich ein bisschen mehr zu erfahren über das, was sich abspielt. Können Sie denn, wenn Sie neuronale Prozesse im Gehirn untersuchen, feststellen, dass es bestimmte Typen von Aussagen gibt? Ist es so, dass emotional Aufgeladene zu anderen Sichtbarkeiten führen, als wenn jemand gelangweilt über irgendetwas kommuniziert oder gar schläft? Was kriegen Sie heraus? Also solche Unterschiede sind relativ einfach, weil man ja mittlerweile relativ gut weiß, welche Zentren im Gehirn bei Emotionen, bei der Wahrnehmung oder auch der Produktion von Emotionen zuständig sind, sodass man eine emotional gefärbte oder eine emotionale Aussage oder auch eine Wahrnehmung, also wenn man etwas wahrnimmt, was eine Emotion auslöst, kann man sehr gut unterscheiden von relativ neutralen
Wahrnehmungen. Aber die Bewertung, die eine Person gegenüber dem vornimmt, was sie selber sagt oder empfindet, sind sie so weit, dass sie das sichtbar machen können? Oder ist es einfach nur so, dass sie sagen, hier ein bisschen Neuronen feuern, da ein bisschen und mal ist es hier, mal ist es da oder sind wir weiter? Man kann sicher eine Signatur für Lügen identifizieren. Man weiß, es spielen bestimmte Zentren eine Rolle. Diese Signatur ist nur nicht spezifisch für Lüge. Sie würde man auch quasi messen, wenn man in einer anderen Situation, wo jemand sich sehr kontrolliert verhält, die Person in so eine Situation bringen würde. Also das ist ja diese Frage der Sensibilität und der Spezifität eines Verfahrens. Sensibel sind unsere Verfahren, aber sie würden viele falsche Positive identifizieren, weil sie nicht spezifisch für die Lüge sind. Sodass in Deutschland sind zum Beispiel FMRT, also bildgebende Verfahren, auch jede Art der polygraphischen quasi Auswertungen oder Messungen vor Gericht nicht gültig. Sie haben ja gesagt, dass wenn man besonders aufgeregt ist, diese Signale überhaupt nicht mehr aussagekräftig sind. Was gibt es denn für Indikatoren dafür, dass jemand die Unwahrheit bewusst sagt? Also die Indikatoren sind Aktivitäten oder Aktivität in unserem Frontalhirn. Teilweise sind es Aktivitäten in der Amygdala für emotionale Aufregung und die peripher physiologischen Maße. Da können Sie verschiedene messen. Das ist EDA, also die elektrodermale Reaktion. Sie können aber auch Herzraten messen, wenn wir lügen oder wenn wir über sehr relevante Dinge sprechen. Wie bei jeder Aufmerksamkeitsreaktion geht die Herzrate runter. Sie können die Hauttemperatur messen. Es gibt ja sehr unterschiedliche... Wie steigt dann die Temperatur? Die verändert sich im Vergleich zu einer neutralen oder nicht kontrollierten Aussage. Alle diese Maße haben Sie zur Verfügung. Sie sind aber nicht unbedingt spezifisch jetzt für die... Für das Entdecken einer Lüge. Außerdem ist es auch so, dass wir immer dann uns diese ganzen Prozesse aktivieren müssen, wenn wir in einer neuen Situation sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt lügen muss über etwas Neues. Wenn ich aber jetzt weiß, ich habe da schon ein bisschen Übung drin, ich bin schon öfter verhört worden, und wenn ich weiß, ich werde verhört werden, dann kann es auch zur Ausbildung gehören, dass ich lerne, mit dieser Situation vertraut zu werden. Und in dem Moment werde ich diese Kontrollmechanismen weniger stark beanspruchen. Ich kann also Lügen lernen körperlich. Wie ist es mit der Liebe? Ist das neuronal auch nichts Besonderes? Was? Mit der also Liebe oder Lüge? Ja, was hier sich abspielt, wenn du verliebt bist. Du weißt, was ich meine, ja? Nee, im Moment gerade nicht. Also wer den gerade jetzt überhaupt... Ja, das interessiert mich, also weil das müssen ja Unterschiede sein. Ich meine, Sie sagen jetzt... Ja, sehen Sie, das ist das Problem der Neurowissenschaften im Moment. Wir haben wunderbare Maße, um in einer Situation unter experimentellen Bedingungen Signaturen in unserem Gehirn zu identifizieren und können sie dann auch mit dieser experimentellen Manipulation in Zusammenhang bringen. Wir wissen, okay, das ist quasi variiert worden im Experiment, deswegen muss diese Veränderung auf diese Prozesse zurückzuführen sein. Wenn ich jetzt blind klassifizieren soll, welche Art der emotionalen Reaktion im Moment in der Person abläuft, ohne dass, also blind quasi aus spontaner Aktivität, dann würde uns dies nicht gelingen, weil die Spezifität der Reaktion für eine spezifische Emotion ist nicht gegeben. In 100 Jahren, wenn Sie 50 Jahre alt sind, was wollen Sie dann rausgefunden haben? Was ist das Ziel Ihrer Arbeit? Meine Arbeit ist ja nicht wie die Wahrheit, sondern was ich gerne herausfinden würde, und das spricht geht so ein bisschen in die Richtung, was Sie eingangs gesagt haben, wie wird unser Gehirn durch Erfahrungen auch während der frühen Kindheit geprägt und wie verändert dies das Denken im Erwachsenenalter und schränkt auch dieses ein? Sie haben vorhin von verschiedenen Kontexten gesprochen, die ja die Wahrheit bilden. So ist es auch so, dass die frühkindlichen Erfahrungen unser Gehirn formen und das, was ich dann denken kann, was ich dann lernen kann als Erwachsener, wie adaptiv oder lernfähig ich bin, vorbestimmt. Und wie dies
abläuft. Das würde ich gerne verstehen. Und dann als nächsten Schritt würde ich gerne verstehen, wie ich dieses System wieder plastisch und lernfähiger machen kann. Und vielleicht würden Sie dabei auch entdecken, ob notorische Lügner bereits im zweiten Lebensjahr angesetzt worden sind. Ich bezweifle, dass ich das entdecken würde, weil notorisches Lügen, man würde vielleicht sagen, das ist jetzt ein Persönlichkeitsmerkmal. Man weiß, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale schon in der frühen Kindheit nachweisbar sind, unter anderem eben auch Kontrolle. Also es gibt ja diese... Entschuldigung, das war ein kleines Hinweisgeräusch. Sie haben die Harfe gerade gehört. Die Harfe ist für uns immer der Hinweis, es wird Zeit, ein neues Thema anzuschlagen. Aber weil wir dieses noch ganz kurz zu Ende... Nicht, weil Sie gelogen hätten. Nein, wir müssen es noch ganz kurz zu Ende, weil Sie sagen eigentlich, dass frühkindlich geprägt wird, sozusagen, wie wir die Welt wahrnehmen und wahrscheinlich auch, was wir für wahr empfinden. Wie lerne ich das als kleines Kind, was die Wahrheit ist? Kinder können ja anfangs nicht lügen, weil sie gar nicht wissen, dass jemand anderes etwas anderes denken kann als sie selbst. Dies zu können, erfordert eine Fähigkeit, die wir als Theory of Mind bezeichnen. Also das ist die Fähigkeit zu wissen, dass andere etwas anderes wahrnehmen könnten als ich selbst und nicht wissen, was ich im Moment denke. Und diese Fähigkeit entwickelt sich um das dritte, vierte Lebensjahr und dann ist auch das möglich, was wir Lügen oder Lügen nennen. Das heißt, Tiere können nicht lügen? Tiere können nicht lügen. Also mir ist kein Tier bekannt, das lügen könnte. Sehr spannend. Und jetzt kommen wir zum Thema. Wir schauen jetzt einmal sozusagen Richtung All. Wir haben ja hier auch so einen kleinen simulierten Sternenhimmel. Und zu denen, die glauben, dass die Wahrheit quasi, Sie haben ja von einer Signatur im Gehirn gesprochen und es gibt eine Art Signatur im Weltall, daran glauben zumindest die Astrologen, die in uns allen vorhanden ist. Und es gab einen großen Namen in der Geschichte, der tatsächlich seine Entscheidung in die Hand der Sterne, in die Hand der Konstellation der Sterne gelegt hat. Das war Wallenstein, kennen Sie wahrscheinlich alle. Und es gab nur einen Moment, da haben die Sterne ihm nicht wirklich geholfen, denn die haben den Verrat seines besten Freundes Octavio nicht vorhergesehen. Die Sterne lügen nicht. Das aber ist geschehen wider Sternenlauf und Schicksal. Die Kunst ist redlich. Doch dies falsche Herz bringt Lug und Trug in den wahrhaftigen Himmel. Nur auf der Wahrheit ruht die Wahrsagung. Wo die Natur aus ihren Grenzen wanket, da irret alle Wissenschaft. Das war kein Heldenstück, Octavio. Nicht deine Klugheit siegte über meine. Dein schlechtes Herz hat über mein Gerades den schändlichen Triumph davongetragen. Kein Schild fing deinen Mordstreich auf. Du führtest ihn ruchlos auf die unbeschützte Brust. Ein Kind nur bin ich gegen solche Waffen. Es ist entschieden. Nun ist's gut. Und schnell bin ich geheilt von allen Zweifelsqualen. Die Brust ist wieder frei. Der Geist ist hell. Nacht muss es sein, wo Friedlands Sterne strahlen. Die Sterne lügen nicht, sagt Wallenstein. Frau Wölki, sehen Sie das genauso? Ich sag mal ja, aber ich muss das differenzieren. Also Astrologie ist nicht gleich Astrologie. Es gibt in der Astrologie verschiedene Bereiche. Vielleicht ist es bekannt, dass es grundsätzlich zwei Arten von Horoskopen gibt und die haben halt unterschiedlichen Wahrheitsgehalt. Und die eine Art von Horoskop, was wir hier zum Beispiel, können Sie wahrscheinlich identifizieren kommen wir dazu. Genau, eine Art Grundhoroskop oder Geburtshoroskop von einer Person, das ist eine
das macht die Astrologie, um eine Beschreibung des Menschen zu erstellen über seine speziellen Begabungen, Fähigkeiten, Berufseignung, Beziehungsfähigkeit, gesundheitliche Disposition, innere Spannung, Blockaden, einfach wie er gestrickt ist. Also Ihre Antwort ist im Prinzip, ja, die Sterne sozusagen lügen nicht in Bezug auf das, was Sie darin sehen oder deuten. Wir haben vorher natürlich viel diskutiert, was passiert, wenn Wissenschaft auf, ich nenne es mal den Wahnsinn Wirklichkeit oder vielleicht auch den Wahnsinn Astrologie trifft und Dieter Lenzen als klarer Vertretung einer aufgeklärten Wissenschaft hatte natürlich auch großes Bauchweh, ob wir dieses Thema denn überhaupt behandeln könnten. Wir fanden es umso spannender, was denn passiert, wenn man die Wahrheit auch mal auf diese Art und Weise betrachtet. Was brauchen Sie denn eigentlich oder was ist für Sie der Indikator dafür, dass das, was Sie deuten, dass das der Wahrheit entspricht? Wenn Klienten nach der Sitzung mir sagen, dass ihnen das viel gebracht hat, dass es ihnen weitergeholfen hat, dass sie ganz zufrieden damit sind, ganz glücklich damit sind. Vielleicht liegt das nur daran, dass sie mit ihnen geredet haben. Endlich jemand spricht mit mir. Glaube ich eher nicht. Nö, glaube ich nicht. Also ich kriege da eigentlich recht gutes Feedback, sowohl bei dieser Art von Astrologie, das wollte ich eben eigentlich noch zu Ende führen, diese Art von Astrologie ist meiner Meinung nach, hat einen recht hohen Wahrheitsgehalt. Also wenn ich mit jemandem über sein Grundhoroskop spreche, wie er veranlagt ist, da habe ich eigentlich immer sehr, sehr gutes Feedback. Etwas anders ist es bei der Prognose, die andere Art der Astrologie, also das ist die andere Art von Horoskop, wo ich dann in die Zukunft schaue oder versuche in die Zukunft zu schauen, wie sich Dinge entwickeln für einen Menschen oder für eine Angelegenheit. Da wird es natürlich ein bisschen unschärfer vielleicht manchmal. Vielleicht erklären Sie mal. Also Anna Depenbusch hat sich vorher bereit erklärt, dass wir Ihnen Ihre Geburtsdaten geben, sowohl Zeit und Ort, als auch ganz genaue Uhrzeit, Minute, alles, was Sie brauchen. Was haben Sie daraus gemacht? Soll ich jetzt auf das Horoskop, soll ich Ihnen jetzt was sagen oder soll ich das erklären kurz? Erzählen Anna auch was. Ich weiß nicht, möchtest du es hören? Sicher. Also ich finde es ganz mutig und ganz toll und ich verspreche aber auch, dass ich hier nicht irgendwie zu sehr ins Eingemachte gehe. Sie können auch jederzeit Stopp sagen. Ne? Also wenn ich erstmal das Ganze hier erklären soll, also ich versuche das so einfach wie möglich zu machen, es ist alles relativ kompliziert, aber ich versuche es mal. Dieser äußere Ring hier ist der sogenannte Tierkreis. Das ist wie ein gedachtes Band, der ist wie ein gedachtes Band um die Erde herumgelegt. Die Erde ist hier sozusagen in der Mitte, wir sind hier in der Mitte, Tierkreis außenrum. In diesem Tierkreis befinden sich die sogenannten Tierkreiszeichen, 12 an der Zahl, auch Sternzeichen genannt, kennen wir alle, Löwe, Stier und so weiter. Ja? Dann haben wir hier diese Figuren oder Symbole, das sind die Planeten, kann man vielleicht erkennen. Das alles ist relevant. Im Moment meiner Geburt haben diese Planeten eine bestimmte Konstellation, die Sie quasi darauf projiziert haben oder da festgehalten haben. Das ist die Berechnung der Planeten zum Zeitpunkt ihrer Geburt jetzt. Ja, das wirft mir der Computer so aus, wenn ich... Aber sind das nicht ein bisschen wenig Planeten? Sie haben sich nur einige rausgesucht, oder? Nee, wieso? Was meinen Sie, wie viele Planeten haben wir denn? Naja, einige hundert Milliarden fallen uns sofort ein und wir können sie alle... Nein, wir bleiben in unserem Sonnensystem, ja? Also, okay. Ja. Ja. Wenn ich einfach mal einmischen darf, zum Beispiel als die ganzen Theorien zur Astrologie entwickelt worden sind, muss ich näher nehmen, okay. Waren noch nicht alle Planeten unseres Sonnensystems bekannt. Und waren nicht alle bekannt und auf jeden Fall sind die ganzen Systeme, die sie verwenden, ja immer noch die alten, die kommen Sie mit dieser, also wenn Sie sagen, das ist eine bestimmte Konstellation der Sterne, wie kommen Sie damit mit diesem Widerspruch, oder wie kommen Sie mit diesem Widerspruch klar? Ich habe den Widerspruch, glaube ich, nicht ganz verstanden. Das heißt, fehlen Ihnen Sterne im Prinzip. Sterne sind dann ja vielen nicht bekannt, als das System entwickelt worden ist. Kommt ein guter Einwurf, es sind Planeten, keine Sterne. Es sind Planeten, genau. Also es geht hier um die Planeten in unserem Sonnensystem. Ja? Und Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, im Altertum waren eigentlich nur die Planeten bekannt, die man sehen konnte.
Und also das ging bis Saturn. Und die danach, Uranus, Neptun und Pluto, Pluto ist ja jetzt ein bisschen degradiert worden, den nehmen wir aber trotzdem immer noch als Vollplaneten, die konnte man damals noch nicht sehen. Ja, in der Astrologie sind wir da ein bisschen locker. Wir nehmen auch sogar hier Sonne und Mond, zählen wir zu den Planeten, weil es einfach, wir gucken einfach von der Erde aus sozusagen und sehen, was da so um uns herum zieht. Und das ist eben, sind eben Sonne und Mond auch. Insofern haben wir hier sogar mehr Planeten als eigentlich erlaubt sozusagen. Jetzt kommen wir nochmal zu Anna. Also die wartet ja jetzt auch schon ungeduldig. Was haben Sie gesehen in Ihrer Konstellation? Dieses Horoskop ist also schön eindeutig irgendwie, weil es gibt hier eine Ansammlung von Planeten in einem Haus und in einem Zeichen. Das ist aber schon sehr aussagekräftig. Also Sie sind, also man würde sagen, Sie sind von der Sonne her Waage, also Sie sind Waage, ja, und haben einen, als Aszendenten den Schützen. Ja. Und Ihre Sonne ist auch noch im neunten Haus, das ist das Schützehaus. Das heißt, was das heißt Thema Haus? Schütze. Haus ist ein Lebensbereich. Ja, also der Tierkreis gibt an, wie sich die Planeten symbolisieren innere Anteile in uns, wie sich die Planeten, welche Charaktereigenschaften sie haben, Und die Häuser, das sind diese Tortenstücke hier, die Häuser geben an, in welchem Lebensbereich die Planeten sozusagen zum Einsatz kommen. Und bei Ihnen ist halt das neunte Haus, das ist das Schützehaus und Schütze-Aszendent, das ist halt eine sehr starke Kraft in Ihrem Horoskop. Und da ist für mich so der Oberbegriff Bewegung, Erweiterung. Das heißt, Sie sind mit Sicherheit jemand, der nicht gerne stillsteht, viel stillsitzt, immer nur eine Sache macht, sondern in Ihrem Leben ist viel Bewegung, in Ihnen ist viel Bewegung. Wahrscheinlich reisen Sie gerne, also das neunte Haus. Sie haben übrigens auch die Sonne im neunten Haus, hat viel mit dem Ausland zu tun. Ist da auch, ja, genau. Also wenn die Sonne im neunten Haus ist, reist man sehr gerne, hat ein bisschen Fernweh. Es hat auch so eine gewisse Haltung von the grass is always greener on the other side. Also man hat, es geht, man würde wahrscheinlich, ja, nicht jeder, also jeder Zweite im Raum unterschreiben, dass er gerne reist und viel Fernweh hat. Oder ist das wirklich was spezifisch zu uns gehört? Es ist nicht das Einzige, was dazu gehört. Ne? Also aber ich kann mir vorstellen, dass es in Ihrem Leben schon eine große Rolle spielt, unterwegs zu sein. Und nicht nur auf der körperlichen Ebene im Sinne von Reisen, sondern auch geistig. Also geistig immer irgendwie damit beschäftigt sein, sich weiterzubilden, das geht eben für Sie auch, was Neues zu lernen, was Neues aufzunehmen. Vielleicht auch auf der emotionalen Ebene immer irgendwie in Bewegung, dass man leicht ansprechbar ist, emotional zum Beispiel. Ja, also es ist einfach viel Bewegung drin. Dann hat das neunte Haus sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun, Gerechtigkeitssinn. Da müsste bei Ihnen sehr gut ausgeprägt sein, Fairness, Gerechtigkeitssinn. Anna, kannst du das bestätigen? Ich wüsste wirklich niemanden, der das nicht von sich behaupten würde. Also, dass man, ja, also, okay, dass man das Gefühl hat, hier ist irgendwas Unrecht und dass das dann irgendwie ein Signal im Körper macht. Wie man sich dann verhält, ist was ganz anderes. Aber okay, ich glaube schon, dass jeder eigentlich so ein Signal empfinden kann. Herr Seufert, hätten Sie das Gefühl, wenn Frau Wölke Ihnen jetzt dasselbe als Ihr Horoskop gesagt hätte, würden Sie das auch bestätigen? Also, es gibt ja so Allgemeinplätze, sage ich mal, die passen sehr, sehr häufig. Ich bin da ein bisschen skeptisch, was das angeht, aber... Aber Sie gucken schon mal, wenn Sie die Zeitung aufschlagen, nochmal... Ich habe da ein gutes Prinzip. Wenn das Horoskop gut ist, finde ich das in Ordnung. Wenn es schlecht ist, sage ich, es ist ein Horoskop. Das kann ich vergessen. Und damit bin ich ganz gut gefahren. Ich möchte jetzt schon. Achso, ich bitte, ja. Ja, ich würde mich da gerne jetzt auch nochmal einmischen, weil Statistik ist ja so ein Fach, was in der Psychologie eine große Rolle spielt, mit der wir unsere eben wissenschaftlichen Daten auswerten. Und natürlich haben auch Wissenschaftler sich Horoskope angeschaut. Ich habe das sogar als erste Übung in meinem Psychologiestudium getan. Und da gibt es eigentlich zwei, sage ich mal, durchschlagende Studien. Die eine war so angelegt, dass man über Tausenden von Menschen Horoskope vorgelegt hat. Eins, das von einem Astrologen erstellt worden ist, und zwei gefakte, willkürlich erzeugte, zusammengewürfelte Horoskope. Und die Personen mussten sagen, welches denn am besten auf sie zutrifft. Und das waren genau 30% oder 33%, also genau Zufallswahrscheinlichkeit. Von daher sieht man so die Spezifität der Horoskope sehr schön, wenn man das statistisch auswertet.
Oder es gibt auch wunderschöne Studien, ich muss das jetzt einfach sagen, als Wissenschaftler, verzeihen Sie mir bitte. Es gibt auch Studien in Dänemark, 15.000 Leute haben da teilgenommen. Und man hat einfach gesagt, okay, die haben ja gleiche Sternzeichen, schauen wir uns doch mal deren Persönlichkeitsprofile, die man ja in der Psychologie mit also psychometrischen Methoden auch quantitativ messen kann, schauen wir uns deren Persönlichkeitsprofile doch an. Da muss es ja eine gewisse Überlappungen oder größere Übereinstimmungen geben bei den Personen, die das gleiche Sternzeichen haben. Gab es leider nicht. Wobei wir natürlich unterscheiden müssen zwischen Sternzeichen und dem, was Frau Wölki macht. Das sind ja nicht nur die Sternzeichen. Aber spannend ist ja sozusagen wirklich diese Differenz zwischen Wissenschaft und diesem anderen Ansatz. Und ich finde, in dieser Runde hat natürlich jeder seine Daseinsberechtigung. Denn jetzt mal ganz ehrlich, wie viele von Ihnen gucken, also wenn Sie die Zeitung aufschlagen oder waren vielleicht schon mal beim Astrologen oder gucken schon mal heimlich auch auf Ihr Horoskop? Wenn jetzt sich jetzt keiner meldet, ja, dann muss ich jetzt noch mal kurz irgendwie fragen, wie also ist das mit dem... Und da gibt es viele, die sogar eigentlich sehr akademisch und eher wissenschaftlich... Gar nicht? Bei mir stimmt das nicht. Also ich wurde beschrieben als jemand, der... Ich gehe mal kurz runter. Also Dagmar Berghoff ist heute hier und Christa Gütsch, da können wir auch noch mal über die Wahrheit sprechen. Also Frau Berghoff, vielleicht stehen Sie mal kurz auf, dass wir einmal, also bei Ihnen mit den Horoskopen, wie ist es da? Also ich habe auch so eins mal von der Zu damals mal gefertigt bekommen, war unglaublich gespannt. Und ich fand mich wieder als eine Frau, die auf dem Sofa liegt, die einen reichen Mann irgendwie hat und Schmuck und eigentlich so ein Frauchen ist. Aber hätten Sie gern gehabt? Ein bisschen davon, ein bisschen mehr so Frauchen wäre nicht schlecht gewesen. Aber nun war mein Beruf so. Aber dieses Horoskop hat nicht gestimmt. Und dann sage ich noch ganz schnell ein weiteres von einer Münchnerin, die auch sowas gemacht hat. Und das war, oder sie hat mir gesagt, ja, dieses Jahr wird jetzt langweilig, im nächsten Jahr werden Sie einen interessanten Mann kennen. Meinen Mann habe ich 3 Monate später kennengelernt, den hat sie nicht gesehen. Das war mir das Wichtigste in meinem Leben. Also, ja, da hat Frau Wölki bestimmt auch eine gute Antwort drauf und das Horoskop war nicht von Frau Wölki. Frau Gütsch, würden Sie vielleicht der Gerechtigkeit halber auch noch mal ganz kurz zu mir kommen? Sie wollen nicht. Wie ist das bei Ihnen? Also Sie sind ja auch absolute, komplette Naturwissenschaftlerin. Wie würden Sie zu diesem Thema Horoskope, wie stehen Sie dazu und schauen Sie doch mal heimlich rein? Also ich schaue schon mal rein, wenn ich so eine Zeitschrift durchblättere beim Friseur oder so. Ich habe auch so ein Horoskop bekommen vor vielen, vielen Jahren mal zu einem Geburtstag. Aber ich habe so ein bisschen, glaube ich, an das indianische Horoskop. Weil wenn man so sieht, welche, ja, wenn man so Zuordnungen sieht, gerade wenn man so die Wassermänner und Wasserfrauen sich anguckt und guckt dann, welche Tiere diesen lustigen, lebensfrohen Menschen zugeordnet werden, dann stimmt das manchmal. Aber das ist sicherlich als Naturwissenschaftlerin nicht durch ein Experiment belegbar. Und insofern, aber so manche Sachen finde ich, kann man so ein bisschen dran glauben. Bevor wir gleich nochmal, Frau Wölki, entschuldigen Sie, bevor wir gleich... Jungfrau bin ich. Okay, das haben wir jetzt schon mal geklärt. Bodenständig. Bevor wir gleich nochmal zurückkommen zur Astrologie, nochmal eine Frage, wo ich Sie beide hier habe. Thema Wahrheit. Einmal in den Medien, in den Nachrichten und in der Politik. Wie oft haben Sie nur die halbe Wahrheit gesagt als Bildungssenatorin? Wo ich Sie jetzt gerade schon mal hier habe. Ja. Nein, also... in bestimmten Situationen kann ich nicht lügen. Ich habe zum Beispiel nie abgeguckt bei Arbeiten. Ich war zu blöd, habe ich nie gemacht, habe ich mir nie getraut. Aber jetzt mal die Bösen. Im Alltag vielleicht eine Notlüge, aber als Bildungssenatorin habe ich nur das gesagt, wo ich überzeugt war und habe dafür meine Quittung bekommen. Vielen Dank, Frau Gülsch, für diese ehrliche Antwort. Also Sie haben ja jahrelang sozusagen auch hinter den Kulissen erlebt, wie Nachrichten gemacht werden und wie viel Wahrheitsgehalt die Nachrichten haben, von denen wir glauben, dass sie wirklich den allergrößten haben, Tagesschau und Tagesthemen. Wie war es da in Wahrheit? Da war es in Wahrheit genau so. Also es wurde derart recherchiert, wenn eine Meldung nur einmal über einen Ticker kam, über irgendetwas Ungewöhnliches, dann haben die privaten Sender das bereits gesendet, wir nicht. Unsere Redakteure waren angewiesen, absolut nachzurecherchieren und mindestens 2 oder 3 Bestätigungen zu haben. Also insofern kann ich sagen, es wurde richtig gut gearbeitet in der, und wird gut gearbeitet in der Tagesschau. Okay, vielen Dank. Also dafür nochmal einen herzlichen Applaus, dass Sie sich beide spontan bereit erklärt haben, zur Wahrheit zur Stellung zu nehmen. Jetzt kommen wir zurück zu den Horoskopen. Also Frau zur Wölki. Rettung von Frau Wölki, genau. Müssen wir ja sagen, dass sie diese Horoskope nicht gemacht hat, genau. Sondern irgendjemand anders, die Konkurrenz, die das eben nicht kann. Und Sie haben es richtig gemacht. Aber jetzt hätte ich gerne einen kleinen Test hier. Ich bin Schütze
Und sie haben mich da, also die Schützen zumindest, in irgendeinem Haus gesehen. Ich meine, würde mir das unter anderen Umständen in Bezug auf Frau Debenbusch geholfen haben? Ich glaube, ich habe es nicht verstanden, dass Sie Schütze sind. Dass ja, ich bin Schütze. Nicht? Ja, und Sie hatten Aszendentenschütze. Ist das für mich gut? Ob das für Sie gut ist? Ja, das kann gut sein im Sinne der Harmonie, dass Sie irgendwie gleiche Interessen haben. Ja, absolut. Nach dem Möchten Motto, gleich und gleich gesellt sich gerne. Frau Wölki, jetzt aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu Anders Horoskop. Aber wir haben jetzt gehört, es gibt viele Allgemeinplätze, die treffen auch viele Menschen zu. Was ist denn das in dem Horoskop, was Sie sehen, was einzigartig ist sozusagen, wo Sie sagen, das kann ich auf, daran kann ich die Einzigartigkeit einer Person sehen oder festmachen? Einzigartigkeit ist das Ganze, also die Synthese des Ganzen. Mhm. Ja, und da brauche ich 1,5 bis 2 Stunden dazu, um ihn also irgendwie was Sinnvolles zu sagen. Das geht nicht mit 3-4 Sätzen. Das bleibt bei allgemein. Das möchte Anna vielleicht auch lieber dann unter 4 Augen das glaube erklären. Ich, ja, das glaube Aber jetzt sagen Sie mal, wie konnte das passieren, dass Sie diese Funktion übernommen haben, dass Sie diesen Beruf übernommen haben? Ich meine, wie sind Sie darauf gekommen? Das ist so passiert, dass mir ein Buch in die Hand gefallen ist über die Waage. Ich bin nämlich auch Waage. Und ich habe mich da so gut drin wiedergefunden, dass ich das total faszinierend fand und dachte, ich möchte da ein bisschen mehr drüber wissen. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich bin ja nicht nur Waage, ne? Genau wie Sie, also wissen ungefähr, was das bedeutet, aber man hat ja noch andere Anteile, also Sie haben diesen Schützeanteil zum Beispiel, der lebhaft ist, was der Waage normalerweise nicht zugeschrieben wird, und ich habe auch noch andere Anteile und habe gemerkt, das möchte ich dann auch noch rausfinden, wo sind die denn sozusagen zu finden, ne? Und dann habe ich angefangen, das zu lernen, die Astrologie zu lernen, richtig. Aber Ihr Aszendent ist nicht Schütze? Nein. Es gibt keine Gemeinsamkeiten, keine. Selbstverständlich. Wenn ich jetzt ein Essen von meiner Freundin kriege, was mir nicht schmeckt, und ich dann sage, es war sehr lecker, ist das typisch Waage, dass ich irgendwie was ausbalancieren will? Ja, das kann man so sagen. Also Waage ist eigentlich immer sehr harmoniebedürftig und harmoniegebend und wird nie etwas sagen, was ganz krass ist, oder also was den anderen verletzt irgendwie oder was man aus der Harmonie bringt. Das ist typisch Waage. Wagen sind immer sehr, aber sehr freundlich. Aber anderen Aszendenten können auch komplett anders sein, ne? Komplett nicht, aber teilweise, ja. Sie haben ja eine, nennt man das eigentlich Praxis? Kann man so sagen. Bei Astrologen, gut, eine Praxis. Wer kommt zu Ihnen und wer will in welchen Lebenslagen sein Horoskop wissen? Es sind hauptsächlich Frauen, die kommen, ich würde sagen so 70-80%. Es sind zum einen also Frauen oder Menschen, die so eine Art Horoskop möchten, eine Art Charakteranalyse, sind Leute, die irgendwie sich selbst besser kennenlernen wollen, die so manchmal vielleicht mit sich im Clinch liegen oder noch mehr über sich entdecken wollen. Auch junge Leute, die vielleicht noch so ein bisschen Anstöße brauchen zum Thema Berufseignung, Begabung und so. Was ist da noch an Potenzial in mir? Was schlummert da noch in mir, was ich noch nicht so entdeckt habe? Das kann ich da dann auch ganz gut sehen. Ansonsten ist es, also für mich ist es ein Mittel der Selbsterkenntnis. So bin ich dazu gekommen damals und das ist auch das, warum die Leute kommen, um sich so ein Geburtshoroskop machen zu lassen. Bei einer Prognose ist natürlich ganz was anderes. Da ist meistens irgendwie eine Krisensituation gerade oder irgendeine Schwierigkeit da oder eine Entscheidung steht bevor. Das ist eine andere Situation. Was machen Sie, wenn Sie jetzt so das rekonstruiert haben und Sie finden etwas ganz Schreckliches? Sagen Sie dann die Wahrheit? Also es gibt nichts Schreckliches. Es gibt nur etwas Gutes. Es gibt nichts Schreckliches. So sagen, man kann aber, da nicht Krankheit oder Tod oder Unfall oder irgendwas sehen? Ich kann es nicht. Ja, also die Astrologie damals zu Zeiten Wallensteins, die konnte das wahrscheinlich. Ich glaube, ihm ist auch der Tod vorausgesagt worden von Johannes Kepler, soweit ich das weiß. Und die Astrologie damals war sehr ereignisorientiert. Und das hat auch den Hintergrund, dass man damals halt mehr an Schicksal geglaubt hat, als man das heute tut. Und die heutige Astrologie ist eigentlich eher psychologisch orientiert. Und es kommen halt auch nicht Leute, die wollen wissen, wann ist denn mein Todesdatum oder so. Wobei es das durchaus gibt. Also man merkt ja auch an den Reaktionen hier im Saal und überhaupt in Deutschland, wenn es um Horoskope geht, gibt es eine sehr kritische Öffentlichkeit, die sofort sagt, alles Hokuspokus. In anderen Gesellschaften, in Asien, in Indien zum Beispiel, spielen Horoskope eine ganz andere Bedeutung. Bei arrangierten Ehen zum Beispiel werden ja immer die Horoskope der Partner irgendwie betrachtet. Aber apropos Todesdatum, es gibt da auch eine, wie nennt sie sich, Palmblatt... Bibliothek.
Bibliothek, ja. Da kann man sein Todesdatum erfragen oder wie funktioniert das? So habe ich es gehört. Ich selber bin noch nicht in Indien gewesen. Das ist das, was ich höre, ja. Dass es sowohl Astrologen gibt, als auch eben diese Menschen in der Palmblatt-Bibliothek, die sagen können, wann jemand ablebt. Da gehe ich hin und sage, ich möchte es jetzt wissen. Ja. Halten Sie das für möglich, dass es das wirklich gibt? Ich halte es für möglich. Ja. Dass man den Todeszeitpunkt von jemandem, aber wenn ich jetzt einen Autounfall habe und der andere hat in seinem Horoskop nicht den gleichen Todestag, oder ich meine, der funkt ja in meine Sterne rein. Das funktioniert aber so, dann haben sie beide den gleichen Todestag. Aber es gibt bestimmt Ausnahmen. Man könnte sich neben einen Menschen stellen, der gerade dieses Horoskop bekommt und da wird gesagt, sie werden in 5 Jahren sterben und dann erschießt man den. Das ist natürlich... Ich finde das. Frau Wölke, was haben Sie das Gefühl? Wie viel Wahnsinn steckt in Ihrer Methode und wie viel Methode in Ihrem nach außen vielleicht manchmal betrachteten Wahnsinn? Da ist ganz viel Methode drin, allein in der Berechnung der Astrologie. Ich habe das ja früher im Kopf machen müssen, als es noch keine Computer gab. Ist total kompliziert und aufwendig. Es gibt ganz viele unterschiedliche Systeme, viele verschiedene unterschiedliche Häusersysteme, andere Systeme. Also es ist viel Methodik dabei. Ja? Und dann, der Wahnsinn entsteht dann, wenn ich anfange zu deuten. Ja? Da liegt natürlich auch eine Fehlerquelle. Jeder Astrologe macht es anders. Da liegt die Fehlerquelle in der Deutung und da ist auch der Wahnsinn. Darf. Natürlich dürfen Sie. Also Herr Lenzen hat das auch schon indirekt angesprochen. Horoskop, hier gab es ja Aussagen, das Horoskop trifft nicht auf mich zu. Ja. Diese Aussagen gibt es ja in der Regel nicht, weil jeder denkt, ja, das passt ja auch irgendwie. Ich denke, Horoskope haben manchmal auch noch einen anderen Effekt, nämlich den der selbsterfüllenden Prophezeiung. Das heißt, ich weiß jetzt, im nächsten Jahr passiert ein wichtiges Ereignis, ich bin schon ganz nervös, es ist eine Krankheit, beobachte mein Herz. Wenn ich mein Herz beobachte, funktioniert mein autonomes Nervensystem nicht mehr ganz so, wie es normal funktioniert. Ich steige mich da rein, es werden physiologische Prozesse ausgelöst und ich kriege tatsächlich den Herzinfarkt. Aber das ist die Frage, würde Frau Wölke überhaupt sagen, Sie, also das würden Sie sowas überprüfen? Nicht mehr, ne? In dieser psychologischen Astrologie, die heutzutage gemacht wird. Es ist nicht mehr so diese Ereignisastrologie, dass man sagt, dann und dann kommt die und die böse Krankheit. Das macht man eben eigentlich heute überhaupt nicht. Also im Prinzip kann man es ja auch positiv ummünzen. Wenn Sie mir sagen, nächstes Jahr treffen Sie den Mann Ihres Lebens. Aber selbst wenn Sie das sagen würden, ja, kann es ja sein, dass ich dann zu dem Zeitpunkt sehr viel offener bin und ihn dann vielleicht tatsächlich treffe. Also da spielen ja Psychologie und sozusagen die Deutung dessen, was Sie sagen, eine große Rolle. Aber bevor wir weiter in die Tiefen und Untiefen der Astrologie einsteigen, würden wir gerne jetzt uns auf den Weg zu den Sternen machen. Mit Anna Depenbusch. Listen.
zwischen Planeten spielst du, blinde Kuh, so unbeschreiblich diese Aussicht, dieses Licht. Und du jagst nach Raketen und bunten Kometen, nur das Leben hier unten siehst du nicht. Du brauchst nur die Sterne, Astronauten sind gerne für sich ganz allein. Und du träumst von Abenteuern mit Ungeheuern, Aliens und Drachen und all solchen Sachen. Denn Astronauten müssen wirklich mutig sein. Doch wenn wir und all das hier heute Nacht explodieren, hast du nichts zu verlieren, denn dir war alles egal. Und der Mensch zu banal. Und weil sich nichts für dich lohnt, fühlst du dich unbewohnt und so dunkel und kalt wie der Mond. Und Pinocchio setzte sich neben die Fee und begann zu erzählen. Pinocchio erzählte vom Feuerfresser und den 5 Goldmünzen, vom Fuchs und dem Kater, die ihm vom Wunderfeld erzählten, die ganze Geschichte hin bis zur alten Eiche. Die Fee fragte: Und wo hast du die Goldstücke jetzt? Ich habe sie verloren, antwortete Pinocchio, aber das war gelogen, denn er trug sie in seiner Tasche. Kaum hätte er die Lüge ausgesprochen, wurde seine ohnehin schon lange Nase um 2 Finger länger. Und wo hast du sie verloren? Hier im Wald. Bei dieser Lüge wurde die Nase noch länger. Wir werden sie suchen und werden sie bestimmt wiederfinden, denn hier im Wald geht nichts verloren. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe die Goldstücke gar nicht verloren, sondern ich habe sie mit deiner Medizin verschluckt. Pinocchio wurde ganz heiß vor Verlegenheit. Bei dieser dritten Lüge wurde die Nase so unerhört lang, dass der arme Pinocchio sich nicht mehr drehen konnte, ohne am Fenster oder am Bett anzustoßen. Die Fee schaute ihn an und lachte. Warum lachst du? Fragte Pinocchio ganz verwirrt und besorgt wegen seiner Nase. Ich lache über das Lügenmärchen, das du mir gerade aufgetischt hast. Woher weißt du, dass ich gelogen habe? Lügen kann man ganz leicht erkennen. Es gibt 2 Arten. Es gibt die mit den kurzen Beinen und es gibt die, die lange Nasen haben. Du wirst selbst erraten, zu welcher Art deine Lügen gehört. Pinocchio schämte sich. Er schämte sich so sehr, dass er nicht wusste, wo er sich verstecken sollte. Aber seine Nase war so lang geworden, dass er nicht einmal mehr durch die Tür passte. Ja, liebe Frau Gunja, Literatur, die sich beschäftigt mit der Lüge. Ist das ein Genre, was eine ganz breite Tradition hat? Und woher kommt sie? Ja, die kommt aus der Antike. Es gibt diese Lügengeschichten. Es gibt den Baron von Münchhausen und Lukian von Samosato. Das ist aus der Antike das Vorbild sozusagen für diese ganze Tradition des Genres der Lügengeschichten. Und da geht es ja auch um physiologische und biologische Ungereimtheiten, also dass das überhaupt nicht möglich ist. Und ich wollte... Mir drängt sich ein Kommentar auf, nach dem, was ich von Ihnen gehört habe. Wenn ich zum Beispiel Horoskope lese, tue ich auch ab und zu mal, also
zufällig fliegt mein Blick natürlich darauf, ganz zufällig. Ja, und ich lese so ein Horoskop und dann beobachte ich mich selber und analysiere mich selber und ich stelle fest, dass ich natürlich nur diese Dinge lese daraus, die ich gerne auch vor mir selber hören möchte. Und dann bin ich wieder bei der Fiktion und bei der Faktualität und bei meinem Beruf als Literaturwissenschaftlerin, dass das alles konstruiert ist. Also auch selbst Autobiografien, die ja zum Genre der faktualen Texte gehören, selbst Autobiografien haben Anteile an Fiktion. Sie sind aus der Retrospektive geschrieben, ein riesiger Zeitraum steckt dahinter und dieser Zeitraum wird gefüllt, es werden ganz bestimmte Ereignisse ausgewählt und bestimmte Ereignisse zum Beispiel, herauszuarbeiten, dass ich zum Bildungsbürgertum gehören möchte oder so, könnte ich zum Beispiel nur ganz bestimmte Schulnamen nennen oder die Leute nennen, denen ich begegnet bin und so konstruiere ich mein Selbst, ja. Und das Ding nur an diesem Unterscheidung zwischen fiktionalen und faktualen Texten ist, dass wir nach den Konstruktionsmechanismen suchen. Wir suchen nach den Signalen, ähnlich wie Sie. Ja. Also selbst das Kursbuch der Bahn hat natürlich fiktionale Bestandteile. Ah. Mal umgekehrt gefragt, interessieren Sie sich für die Idee herauszufinden, ob ein Roman autobiografische Wahrheiten enthält? Ist das, was Sie herausfinden? Ich meine, welche Wahrheiten suchen Sie in Ihrer Wissenschaft, Literaturwissenschaft, Romanistik? Also, wenn ich jetzt einen Roman untersuche, dann suche ich immer, kann ich ihn ja aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ich kann den Roman als fiktionalen Text betrachten, weil Roman gehört zum Genre der fiktionalen Texte und wenn das auch noch auf dem Cover steht, dann wird es dem Leser ja nahegelegt, bitte lies diesen Roman als fiktionalen Text. Das heißt, nur dann wirst du einen ästhetischen Genuss erleben. Und ich würde mich dann damit beschäftigen, nach diesen Signalen auch in dem Text zu suchen und so eine Art von, wie nennt man das, so ein Rezept, nachdem dieser fiktionale Text gebaut ist. Danach würde ich dann suchen. Und klar ist, dass wir immer, wir können nicht diese, das haben wir mittlerweile auch herausgefunden, wir können diesen Unterschied zwischen Faktualität und Fiktionalität können wir nicht aufheben. Das geht nicht. Also das gibt es nicht, weil das eine das andere braucht. Und wenn ich mich mit fiktionalen Texten beschäftige, habe ich als Kontrastfolie natürlich immer die Alltagswirklichkeit, die sich speist aus Expertenwissen und aus meinen eigenen Erfahrungen. Und dann ist sie natürlich auch das, was ich als Wirklichkeit bezeichne, ist natürlich immer abhängig von der Zeit, von dem Kulturkontext, von der Gruppe, die das eben auch als wahr definiert. Gibt es Indikatoren dafür herauszufinden, ob in einem fiktionalen Text Elemente stecken, die der Autor erlebt hat oder ja? Ja, also es gibt, ich weiß nicht, das werden Sie sicherlich auch miterlebt haben, dass wir haben jetzt so eine Art von Hype, erleben wir mit, ebbt vielleicht auch schon wieder ein bisschen ab, der sogenannten Autofiktion. Das sind Texte, die wir würden sagen, der dominante Darstellungsmodus, mit dem die arbeiten, also die Basis ist die Fiktionalität. Und da hinein sprengseln sie nun zum Beispiel Hinweise auf den realen Autor, also auf den Autor, der diesen Text geschrieben hat. Der Autor spielt damit, also er spielt mit der eigenen Biografie, die dem Leser auch bekannt ist. Und das Deutlichste ist, wenn er einem der Protagonisten zum Beispiel seinen Namen gibt oder nur den Vornamen oder vielleicht den Vornamen und abgekürzt den Nachnamen. Gibt es da bekannte Beispiele, die Sie gerade untersuchen? Naja, ich bin Hispanistin und es gibt natürlich also Texte, in denen der Autor selber sich auch benennt und vorkommt. Einer der bekanntesten, den Sie alle kennen, ist der Quixote von Cervantes, mhm, nicht? Wo er selbst auch auftaucht und sich benennt zumindest, als Autor benennt, nicht? Und wo auch gespielt wird mit diesen Ebenen der Fiktion und der Faktualität und wo nicht gesagt wird, wer hat eigentlich dieses Manuskript wirklich geschrieben, das ich hier lese. Sie nennen es nicht Wahrheit, Sie nennen es Faktualität. Was ist der Unterschied? Das,
Also der Unterschied ist der, dass wir nicht von wahren Texten, es ist einfach mal eine Zuschreibung gewesen, dass wir nicht von wahren Texten sprechen, sondern wir haben diesen Begriff der fiktionalen Texte, das ist eine Ausdrucksweise, ein Schreibstil, wenn Sie so wollen, und dem setzen wir nun gegenüber das entsprechende geeignete, den geeigneten Begriff, und das ist der der Faktualität, und der bewegt sich in so einem Raum immer auch mit dem Begriff der Authentizität. Authentizität und Wahrheit sind Begriffe, die eher auf der Ebene des Rezipienten anzusiedeln ist, also auf dem Leser, auf der Ebene des Lesers. Also der Effekt, den so ein Text produziert. Ist er wahr für mich oder ist er authentisch für mich oder nicht? Wie groß ist dann das Bedürfnis von Leserinnen und Lesern nach, nach dieser Form der Wahrheit, also die Sie Faktualität nennen? Gibt es mehr, also es gibt ja mehr Romane sozusagen, oder wenn wir auf die Bestsellerlisten gucken, es verkaufen sich mehr Romane als große Bücher, als Sachbücher. Liegt das daran, dass wir ein Bedürfnis daran haben, sozusagen, wenn wir jetzt mal von Wahrheit statt von Faktualität sprechen, die Wahrheit anders zu lesen oder eine andere Wahrheit zu lesen, als die wir tatsächlich sehen? Ja, es ist so eine Art von Voyeurismus, den man beobachten kann in unserer Gesellschaft und von dem ich mich natürlich selbst auch nicht frei machen möchte, dass wir natürlich wissen wollen, etwas mehr wissen wollen über den Urheber, von welchem Medium auch immer. Es gab mal eine Zeit lang wir beschäftigen uns auch nicht nur mit literarischen Texten, sondern auch mit anderen Medien, Filmen und Videoblogs, und da gab es eine Zeit lang mal so ein Videoblog, der hieß Lonely Girl 16, glaube ich, so. Und das war ein junges Mädchen, das vor einer Kamera an ihrem Computer saß und so vor sich hin plappert und sagt, ich will euch jetzt mal erzählen, tolle Geschichte, was ich so jeden Tag mache und wen ich denn so treffe und einfach mal meinen Alltag erzählen. Und sie kam so daher, konstruierte einen Authentizitätseffekt durch verschiedene Dinge, durch diese wackelige Kamera, die da an ihrem, dieses Auge, was in ihrem Laptop angebracht war, und dadurch, dass sie elliptisch sprach, also das war kein konstruiertes Skript, was sie da von sich gab, und diese Serie, die ging über mehrere Jahre, bis irgendwann aufgedeckt wurde, dieses junge Mädchen ist gar kein 16-Jähriges, die ist also weit über 20, an die 30 ran, ist professionelle Schauspielerin. Und in dem Moment, wo das passierte, ließen auch die Einschaltquoten nach. Also da war der Blog dann nicht mehr so interessant. Und es ist vielleicht auch so, das denke ich, dass wir diese Lust haben, etwas mehr zu erfahren, auch diese ganzen Reality-TV-Serien. Ich glaube, in dem Moment, wo das ist ja alles scripted reality, weiß man ja mittlerweile, also funktioniert nach einem Drehbuch, und in dem Moment, wo wir wirklich so offensichtlich die Mechanismen dieser Welt offengelegt werden, dann funktioniert es. Gibt es einen geschlechtsspezifischen Unterschied bei den Lesern der Gestalt, dass Männer oder Frauen eher oder weniger Wirklichkeitssimulationen möchten, also eher voyeuristisch sind oder eher wissen, ich will auch was Fiktionales lesen? Ich finde das ein tolles Thema. Das sollten wir mal machen. Nein, ich weiß das nicht. Aber das wäre ja mal so ein richtig sexy Thema, das man auflegen könnte für die Literaturwissenschaft, um das zu erforschen. Ja, vielleicht kriegen wir dann noch Drittmittel noch mehr. Wer weiß. Das kann jetzt öffentlich verhandelt werden. Super Idee, vielen Dank. Nein, das kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht, nein. Jetzt gibt es ja ein Boom der historischen Romane, wo ganz klar ist, es ist Teile fiktional und Teile dazu gedichtet. Warum, wenn Sie sagen, eigentlich interessiert uns das Authentische, warum ist das ein Genre, auf das wir uns so einlassen? Tja. Also der historische Roman, es ist vielleicht auch, wie Sie schon gesagt haben, Sie haben sich verabschiedet von dieser Ereigniswahrsagen. Psychologie, Astrologie,
Vielleicht ist es das eigentlich, was den Menschen aber wirklich interessiert, diese Ereignisse, also wirkliche Ereignisse, also Grenzüberschreitungen. Wir nennen so ein Ereignis aus der Literaturwissenschaft, sind für uns Grenzüberschreitungen. Also nicht nur so ganz banal in Märchen, wenn der König dem Prinzen die Aufgabe gibt, so jetzt reite mal los und rette meine Tochter aus den Klauen des Drachens, ja, dann haben wir so einen, nicht nur räumlich überschreitet der sozusagen die Grenze in die Höhle des Drachens, sondern auch anders. Also das wäre so ein ganz banales Beispiel. Aber so richtig grenzüberschreitende Ereignisse, das ist, glaube ich, das, was uns Menschen sehr interessiert. Da sind wir hinterher, ich weiß es nicht, was jetzt die Psychologin dazu sagt, keine Ahnung. Frau Röder guckt sehr streng. Sie guckt mich hier von der Seite ganz streng an. Haben Sie Assoziationen bei dem Thema, warum wollen Leute so lesen und so schreiben? Also es gibt ja wunderschöne Studien dazu, was Verstärkungsmechanismen sind, was uns motiviert, etwas zu tun. Es gibt so Studien in den 50er Jahren, bei Primaten, und da glaub ich, unterscheiden wir uns nicht von nicht-humanen Primaten. Aber die lesen ja normalerweise. Ja, die lesen nicht. Noch nicht, aber das Entscheidende kommt. Die mussten irgendeine unschöne Aufgabe, irgendwas machen oder einen Hebel drücken, irgendwas, und wurden verstärkt. Entweder haben die irgendwie einen süßen Saft bekommen als Verstärkung, die mögen die richtig gerne, oder sie haben einen Blick auf ihre Artgenossen bekommen, den sie vorher nicht hatten. Und die haben viel besser gelernt, wenn sie den Blick auf den Artgenossen bekommen haben, als Verstärkungsmechanismus oder als Verstärker. Und das zeigt, dass wir einfach neugierig sind auf das, was andere Menschen tun. Und das ist das nächste Seminar, das braucht auch noch Drittmittel. Ein Co-Teach-Seminar. Also ich, wenn ich ein Buch lese und habe das Gefühl, da denkt sich jemand was aus, das mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat, dann finde ich das Buch grässlich. Mhm. Also ja. Wenn ein Autor sich mit einem Thema beschäftigt, erwarte ich schon, dass er es recherchiert. Ja. Karl May. Ja, Schreibtischtäter eigentlich ja nur, ne? Aber guter Rechercheur, ja. Ganz spontan kam mir der Gedanke, die Autorin von Harry Potter, die hat ja nun eine Reihe von Texten veröffentlicht. Das ist ja fantastische Literatur, Fantasy. So, und dennoch hat man sie ja auch gelobt, und sie wurde auch gelesen von jenen, die eigentlich sonst gar nicht fantastische Literatur lesen, weil sie wunderbar recherchiert hatte. Also sie hat sehr sauber recherchiert, was die ganze Symbolik des Mittelalters betrifft und so weiter und so fort. Also von daher, das ist es, glaube ich, auch. Also die besonders gute Recherche, die dann diesen Authentizitätseffekt produziert. Ja? Aber es kann auch ganz anders sein. Also wir haben noch gar nicht über das Theater gesprochen. Also da gibt es ja ganz andere Formen. Wir sitzen hier in angrenzendem Theater. Ich finde es erstmal interessant, dass Sie sagen, dass bei Harry Potter Recherche relevant ist. Also das ist für mich eine Literatur gewesen, was man liest, weil es gerade wenig authentisch ist, weil es eine totale, wir haben über Fantasy gerade gesprochen, weil es eine sehr fantastische Welt ist. Ist das nicht auch ein Grund, warum man da rein abtaucht? Ja, aber sie hat ja, also die, auch selbst diese fantastische Welt braucht ja auch als Kontrast Mittel sozusagen die Alltagswirklichkeit, die faktuale Wirklichkeit. Und es muss immer sozusagen, die Welten, die erschaffen werden, die konstruiert werden, müssen in sich kohärent und stimmig sein. Und wenn da irgendwas nicht stimmig ist, ja, dann legt man es, wie Herr Seufert schon sagte, dann legt man es aus der Hand. Mhm. Ja. Mich interessiert nochmal die Rückseite, also der Autor. Wir haben das vorhin nur kurz gestreift. Jemand möchte eine bürgerliche Existenz simulieren und schreibt was aus dem Milieu, obwohl er gar nicht dazugehört. Und das geht auch ein bisschen in Richtung von Frau Röder. Es gibt ja das klinische Bild des Pseudologen, der sich sozusagen eine Wirklichkeit erfindet, in der er dann auch tatsächlich lebt. Ist das ein Grenzphänomen oder gar sozusagen eine Methode, sich selbst zu entpathologisieren? Ja. Würde ich sagen, ja, das ist eine Methode. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie die Psychologin dazu steht. Ich würde gerne noch was anderes sagen, was Sie vorhin gesagt haben, also oder Sie eigentlich angesprochen haben, wenn das nicht gut recherchiert ist, wenn das irgendwie nicht passend ist oder wenn das nicht stimmig ist, das spricht mich dann nicht mehr an. Sie sagen, auch bei Fantasy-Geschichten kommt das vor. Es passt nicht in unsere Schemata, die wir in der Kindheit entwickelt haben von dieser Welt. Und wenn es nicht in diese Schemata passt, können wir mit dem Text nichts anfangen. Das heißt, hier ist Wissen generiert worden während der Entwicklung, und die
Texte müssen diese Schemata treffen, sonst finden wir die nicht spannend. Das kann man. Würde das nicht bedeuten, dass Science Fiction gar nicht funktionieren dürfte? Eigentlich noch niemand ist in den verschiedenen Sonnensystemen unterwegs gewesen. Außer Anna. Außer, nein, ich darf. Aber die auch Science Fiction, ich meine, die guten Science Fiction zeichnen sich vielleicht manchmal dadurch aus, dass sie mal was, sage ich mal, was Originelles noch dazufügen können, was wir noch. Aber wir müssen immer anknüpfen können an dem, was wir an Wissen, an Schema vorhanden haben. Also es gibt. Wir sind uns so nah. Was interdisziplinäre Arbeit entdecken wir hier. Ja. Gehen Sie vorwärts. Ist das nicht möglich, dass man da, ich meine, dass man mal interdisziplinär arbeitet, dass man Seminare anbietet, die mal völlig unterschiedliche Bereiche verknüpfen? Kommt das normalerweise vor? Das ist der eigentliche Sinn von Wahnsinn und Methode, ist es, Professoren zusammenzubringen, damit sie zusammen forschen. Ein Drittmittel einwerben. Wo wir jetzt schon bei Fiktion und Faktualität sind, eigentlich die perfekte Überleitung zu Michael Seufert und den besonderen Tagebüchern. Bevor wir darüber sprechen, hören wir uns mal ganz kurz an, wie das 1983 sich las und wie es klang. Der kleine Goebbels macht schon wieder Geschichten mit Frauen. Werde in den nächsten Tagen einen geheimen Erlass herausgeben, dass ich von meinen engsten Mitarbeitern und Parteiführern im Reich keinerlei Affären mehr wünsche. Heinrich Himmler, dieser hinterhältige Kleintierzüchter mit seinem Drang zur Macht, dieser undurchsichtige Buchhaltertyp wird mich noch kennenlernen. Ich sollte das eigentlich ohne den Duktus machen, aber das geht gar nicht. Das ist ganz automatisch, wenn man das liest. Wenn man das so, dann. Hier. Was verschweigen mir meine Ärzte? Kann ich diesen Leuten überhaupt noch trauen? Bin total zerstochen von vielen Spritzen. Bin ich vielleicht unheilbar krank? Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir Blähungen im Darmbereich. Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Immer wenn in meiner nächsten Umgebung ein Mitarbeiter ein Kind bekommt, wird Eva eifersüchtig. Musste wieder erklären, dass ich in meiner Stellung kein kleinbürgerliches Leben führen kann. Auch, dass ich dazu nicht geschaffen bin. Danke. Herr Seufert, Sie schauen betreten nach unten, wenn Sie das hören. Woran ja. liegt's? Das sind ja sozusagen die Highlights aus diesen 62 Bänden, in denen überwiegend grauenhafte Banalitäten stehen. Da gibt es Einträge. 5. Oktober 1938, Besprechungen. Punkt, nächster Tag. Der britische Botschafter war bei mir. Stapellauf des Schlachtschiffs Bismarck. Punkt, Ende. Dem ungarischen Staatschef Horthy ein Telegramm geschickt. Punkt. Sodass, wenn man das liest, man sich ja fragt, was soll das? Wenn, wir gehen jetzt davon aus, wir haben die Situation, die Bücher sind da und es wird, man liest das und sagt, Donnerwetter, was hätte Hitler mit diesen Einträgen anfangen sollen? Also dies ist ja noch, wenn man so will, zwar Satire, aber das hat ja noch ein bisschen was mit Tagebuch zu tun. Aber das sind was weiß ich, noch nicht mal 5% in den Tagebüchern. Ansonsten steht da nur solcher Kram drin. Und das war auch kein Wunder, denn es gibt ein wunderschönes Buch von Herrn Domarus, der hat aufgeschrieben aus allen offen zugänglichen Quellen, was Hitler an den gewissen Tagen gemacht hat. Das war das Gerippe für
Kujau, der hat das damit, hat das genommen und hat damit die Tage gefüllt. Und das Perfekte passierte. Heidemann und Walde saßen in der Sternredaktion, abgeschirmt von der anderen Redaktion, und haben nun nachgeprüft. Und womit haben sie nachgeprüft? Natürlich auch mit dem. Und siehe da, es stimmte. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Es ist 1983, 26. April ungefähr. Mhm. Was geschah da genau? Da gab es, also an einem Freitag, das war, glaube ich, der 24., gab die Stern-Nachrichtenredaktion eine Meldung an die Agenturen, der Stern hat die Hitler-Tagebücher. Riesen. Wir sehen da nochmal das Cover, auf, das kam ja, danach raus. Das wurde also am danach folgenden Montag an den Kiosken verkauft, mit der höchsten Auflage des Stern jemals, 2,2 Millionen Exemplare. Es war eine Weltsensation. Das ging um die ganze Welt. Und an diesem Montag, wo das Heft am Kiosk war, gab es im Stern, in dem sogenannten Affenfelsen an der Alster, eine internationale Pressekonferenz, wo dann diese Weltsensation vorgestellt wurde. Und das war schon eine chaotische Veranstaltung, weil nämlich einer der Kronzeugen, der britische Historiker Grace, aufstand und sagte, ich zweifle die Echtheit der Tagebücher an. Der sollte ja sagen, ich bin davon überzeugt. Wie hat die Redaktion reagiert auf seinen Einwand? Das war ganz merkwürdig. Die Sternredaktion und auch ich waren überzeugt, dass die Tagebücher echt sind. Es war unvorstellbar, dass der Stern eine solche Geschichte in die Welt setzt und das nicht nach allen Regeln der journalistischen Kunst überprüft hat. Ich musste mich da wirklich schauerlich eines Besseren belehren lassen. Worüber wir intensiv gestritten haben, war die Präsentation dieser Tagebücher. Das war ja in diesem ersten Heft, waren da, glaube ich, 24 Doppelseiten. Und man sah Adolf Hitler, die kleinen Kinder tätscheln und so etwas. Von den Verbrechen der Nazis war da bis auf die sogenannte Reichskristallnacht nichts drin. Darüber haben wir intensiv gestritten. Und da, das war richtig heftig. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie kamen denn eigentlich diese Tagebücher zu Ihnen? Sie haben eben schon den einen Redakteur angesprochen, ja, der das Ganze sozusagen angeschleppt, in Anführungsstrichen, ja, hatte. Und der Stern hat eine große Geschichte gewittert. Wie kam das? Also Gerd Heidemann hat das Schiff von Göring gekauft. Das war der Reporter, die Karin II, und ist dadurch mit alten Nazis in Verbindung gekommen. General Mohnke, SS-General, General Wolf, mit dem er sofort per Du war und der dann auch der Trauzeuge seiner dritten Ehe wurde. Und Heidemann versank also in solch einem braunen Sumpf. Das heißt aber, Heidemann hatte auch vorher schon einen Hang dazu. Heidemann hatte immer einen Hang dazu, wenn er sich mit einem Thema beschäftigte. Da tauchte er völlig ein und wurde unkritisch. Und so war das eben hier auch. Und es geisterte, er hat also dann auch Militarika gekauft und sowas und kam mit einem Industriellen aus der Nähe von Stuttgart zusammen, dem er eine Göring-Uniform verkaufen wollte. Und zum Höhepunkt dieses Treffens, das ist aber jetzt mehr als Eintauchen in eine Geschichte. Also ich würde sagen, der hat dann auch damit gehandelt. Der war ja in ständiger Geldnot, weil dieses Schiff, das wollte er renovieren. Plötzlich hatte er 300.000 Mark Miese bei der Deutschen Bank. Das kann schon sehr drückend sein. Und der zeigte ihm ein Tagebuch von Adolf Hitler. Erstes Halbjahr 1935, spielte nachher noch eine große Rolle. Und jetzt war er elektrisiert. Er wusste sofort, die Tagebücher muss ich beschaffen, dann bin ich meine Geldsorgen los und bin ein berühmter Mann. Niemand ging vorher davon aus, dass es überhaupt solche Tagebücher gab. Es war völlig verrückt. Es war bekannt davon, dass Hitler kaum etwas selbst geschrieben hat. Selbst Mein Kampf hat er gediktiert. Und trotzdem hat der Stern es geglaubt, als sie ihm angeboten wurden? Das war eine ganz schöne Geschichte, weil Heidemann und der Ressortleiter Thomas Walde
nicht zu den Chefredakteuren gegangen ist, was ja normal gewesen wäre, sondern sie sind sofort zur Verlagsspitze gegangen. Walde war mit einem Verlagsmenschen befreundet, der hat das also in die Wege geleitet. Und die waren davon so elektrisiert, dass sie gesagt haben, 2 Millionen Mark geben wir hier ins Risiko, das müssen wir recherchieren. Und es muss hier unter uns bleiben. Niemand anders darf das wissen. Es darf die Chefredaktion nicht wissen und Nann schon gar nicht. Nann sabbelt. So war das. Henry Nann wusste Henry Nann, ja. Damit hatte der Verlag, also die Verlagsspitze, gegen die Verträge der Chefredakteure verstoßen, gegen die Ordnung des Vorstands von Gruner und Jahr. War das damals Schulte-Hillen oder wer war das? Das war noch nicht Schulte-Hillen, der hat den ein halbes Jahr später das Projekt übernommen. Was 2 Millionen Mark kosten sollte, kostete ja nachher 9,3 Millionen. Und man hatte nicht 27 Halbjahresbände, sondern der Führer wurde dann fleißig. Man hatte 62 Bände und dieser 35er-Band, ein Halbjahresband. Kujau kriegte von diesem Unternehmer dieses Buch nicht zurück. Und jetzt wurde es ein bisschen eng. Jetzt musste ja diese Lücke auch gefüllt werden. Hat dann noch zwei Vierteljahresbände geschrieben. Zum Schluss hatte der Stern für diesen Zeitabschnitt 3 Tagebücher. Auch das hätte einen stutzig machen können. Hat es aber niemandem aufgefallen. Es wurden Historiker eingeschaltet, es wurden Schriftexperten eingeschaltet. Nein, es wurde gar nichts eingeschaltet. Es wurde niemand eingeschaltet. Denn das ist der, weshalb es eine Katastrophe werden musste. Es stand bei Gruner und Jahr von Anfang an alles auf dem Kopf. Chefredaktion nicht eingeschaltet. Normal wäre es so gewesen, die Chefredakteure waren begeistert, gehen zum Verlag und der hätte gesagt, Moment mal, ehe wir hier richtig Geld ausgeben, dann wollen wir das Ding doch erstmal richtig prüfen. Nun war das ja anders. Der Verleger hatte gesagt, 2 Millionen stellen wir schon mal zur Verfügung. Und er machte das so. Heidemann kriegte, um Geld vorzuzeigen, am ersten Abend, das war der 27. Januar 1981, wie viel Geld brauchen Sie? Heidemann sagte, okay, 200.000 wäre schon mal schön zum Vorzeigen. Alle Banken hatten dicht. Was macht man? Man fährt zum Flughafen, zur Deutschen Bank. Die kratzten ihre Bestände zusammen. Heidemann, es wurde in eine größere Plastiktüte gefüllt. Und Heidemann flog nach Stuttgart zu dem Tagebuchlieferanten Konrad Fischer, so wie er sich Heidemann gegenüber nannte. Und das Schicksal nahm seinen Lauf. Warum ist das eine programmierte Katastrophe, so habe ich das genannt? Weil Heidemann und Walde vom Verlag Verträge kriegten, die sie A, am wirtschaftlichen Erfolg des Projektes beteiligten. Die waren mit ihrer Unterschrift in ihrem Gedächtnis oder in ihrem Bewusstsein Millionäre. Und zweitens garantierte der Verlag, dass sie beide und nur sie allein mit diesen Tagebüchern die auswerten durften und damit hantieren durften. Am Ende und das war einfach, die haben jeden Zweifel, und es gab massive Zweifel, wegargumentiert, um die schöne Geschichte nicht kaputt zu machen. Aber es ist nur ein Stern, sozusagen eine Sternausgabe gedruckt worden, oder gab es mehrere Ausgaben? Nein, es gab ein zweites Heft und es gab sogar ein drittes Heft. Das ist aber dann eingestampft worden, weil inzwischen dann die Fälschung, das war der 6. Mai 1983, verkündete der Innenminister in Bonn alles falsch. Wie ist es aufgeflogen? Sie waren ja, man hat dann an der Enttarnung beteiligt, aber erst im Nachhinein das aufzuklären. Ja, der Stern hat ja etwas gemacht, was andere Historiker nicht gemacht haben, die auch Kujau-Material verwendet haben. Das entschuldigt den Stern nicht, aber zeigt, dass auch andere anfällig waren. Professor Jeckel hat ein dickes Buch über unbekannte Hitler-Dokumente zwischen 1905 und 1925 veröffentlicht. Und in diesem Buch waren, glaube ich, 90 Dokumente von Kujau. Der Einband war natürlich auch Kujau. Was keiner wusste. Nein, aber das stellte sich dann schon raus. Die waren sehr schnell skeptisch, weil da Hinweise auf Fälschungen dann vorlagen. Das hat auch Heidemann und Walde mitbekommen. Die haben aber dann Kujau angerufen und der hat sie beruhigt.
So ist überhaupt übrigens immer vorgegangen worden. Jeder Zweifel wurde einfach wegargumentiert. Aber es gibt da doch so klare Indizien, wie zum Beispiel die Initialen da, FH ja, statt FH, AH. Ja. Auch das hat man gemerkt. Das ist sogar mit dem Vorstand und den Chefredakteuren, die dann nachher erfahren haben, dass dieses Projekt läuft, diskutiert worden. Und dann hat man gesagt, naja, Führerhauptquartier und Führershund und solche Geschichten. Augen zu und durch. Man hat ja auch Schriftgutachten gemacht. Es gibt ein Schriftgutachten vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Die haben nur Hujau mit den wenigen echten Hitler-Handschriften aus dem Bundesarchiv verglichen und haben gesagt, es ist identisch. Die anderen Gutachter haben gesagt, wir brauchen weiteres Vergleichsmaterial. Aber das gab es nicht. Aber es wurde natürlich beschafft. Hujau konnte das schnell liefern. Und man hat bis dahin ist es ja komisch, aber man hat den Gutachtern nicht gesagt, dass das eine zweifelhafte Quelle ist, sondern das sei das authentische Material. Dass die zu dem Schluss gekommen sind, dass das echt ist, ist kein Wunder. Es war ja sogar so, in letzter Sekunde hat man noch Materialgutachten gemacht. Und dann, also sozusagen der Einband und das Papier und alles. Die das Tinte hat das BKA gemacht. Nein, nein, der Stern hat... Mhm. Ein Chemiker Renz aus Rheinland-Pfalz beauftragt, das zu untersuchen. Und der hat Blankophor, das ist ein optischer Aufheller, also unser Papier ist ja richtig weiß, das ist so ein chemischer Zusatz, das ist erst nach dem Krieg in der Papierproduktion verwendet worden. Nun stellte sich raus, es gab plötzlich Dokumente, die Schriftgutachter als echte Hitler-Handschrift eingeordnet hatte. Die standen nun aber auf Papier aus der Nachkriegsproduktion. Das hat dann auch doch die Leute zum Grübeln gebracht. Aber man hat dann, sie sind befragt worden, wo stammt dieses Zeug her? Das hat mit den Tagebüchern nichts zu tun, Gott sei Dank. Dann können wir die Tagebücher ja wenigstens verwenden. Es ist schauerlich für den Stern, aber so war es. Es war also doch erstmal fest, dass von der Universität Hamburg niemand als Gutachter gefragt worden ist. Ich habe mich ja intensiv mit dem Stoff beschäftigt. Ich kann sagen, das ist wahr, dass Sie nicht beteiligt waren. Hätten Sie, Frau Lunia, wenn Sie diese Texte gesehen hätten, nicht die Materialien, hätten Sie eine Spur gefunden, dass Sie gesagt hätten, das ist aber komisch, was da für Wörter vorkommen, was für Satzbau verwendet wird. Ist das denkbar? Naja, also ich hätte vielleicht nach Fiktionssignalen gesucht. Ja. Und die hat Herr Kujau ja wohl versucht zu, auch durch diesen elliptischen Stil, diesen kurzen Stil, hat versucht zu vermeiden, ja. Also nicht mal einen Hauch daran zu denken. Also das wollte er ja wohl auf gar keinen Fall. Das heißt, er hat alles dran gesetzt, das so faktual wie möglich zu machen und diesen Effekt zu erzielen. Er hat sich entlang gerankt an diesem Domarus-Wert. Ja. Ist denn damit sozusagen, dass, wir haben es ja vorhin von Frau Berghoff gehört, wir glauben, dass was Journalisten und renommierte Journalisten kundtun, dass das die Wahrheit oder zumindest das, was wir als Abbild der Wirklichkeit besprochen hat, hat das dem Stern sehr geschadet in seinem natürlich in dem Wahrheitsgehalt sowieso, aber in seinem Ansehen als Verkünder von Wahrheiten, wobei der Stern natürlich nicht, anders als der Spiegel, nicht kein reines Nachrichtenmagazin ist, aber... Also da kann man sagen, das hat den Stern fast umgebracht. Also das Renommee, die Glaubwürdigkeit des Stern war natürlich weg. Und das hat ewig gedauert, als dass das wieder ein bisschen besser war. Es gab ja, der Stern hat danach, was er ja vorher auch gemacht hat, eine große Reihe von Enthüllungsgeschichten veröffentlicht, wo dann die betroffenen Politiker oder Wirtschaftsmenschen sagten, naja, also das ist ja der Stern, da wissen wir ja, was wir davon zu halten haben. Die Rücktritte folgten dann und das hat dann langsam dazu beigetragen, dass man dem Stern ein bisschen wieder was abnahm. Aber das war schon sehr schrecklich. Hat es generell der Glaubwürdigkeit von Medien geschadet? Es hat ja anschließend noch eine große Zahl von Medienskandalen, die in der Auswirkung nicht so groß waren. Aber ich will eine Geschichte erzählen. 1987 oder 88 wurde uns angeboten von einem jugoslawischen Historiker
Dokumente, die belegen sollten, dass der damalige österreichische Präsident Waldheim als Soldat im Zweiten Weltkrieg beteiligt war an Geiselerschießungen in Jugoslawien. Ich hörte davon und habe gesagt, lass uns das nach Stuttgart schicken. Da gibt es einen Schreibmaschinen-Sachverständigen, der auch in diesem ganzen Hitler-Kram da tätig geworden war. Und der meldete nach einem Tag, lassen Sie die Finger davon. Das sind zusammengestückelt aus fünf, glaube ich, verschiedenen Schreibmaschinen und drei davon sind Nachkriegsproduktion. Also das konnte nicht stimmen. Das sollte, wenn ich das recht erinnere, $50.000 kosten. Der Spiegel hat das wenig später groß veröffentlicht. Die Wahrheit im Fall Waldheim. Wenn man das nachliest, kriegt man ein bisschen rote Ohren. Ich habe die Kollegen vom Spiegel dann angerufen und habe gesagt, Leute, in dem Fall seid ihr auf der falschen Fährte. Der Spiegel hat das Monate später in einer Hohlspiegelmeldung richtiggestellt. Wenn wir das gemacht hätten, dann wäre der Stern wirklich erledigt gewesen. Sie haben dann selber gegen Ihre eigenen Kollegen ermitteln müssen oder sozusagen den Fall nochmal intern aufdecken müssen. Dazu hatte, das hatte Henry Nann Ihnen sozusagen als Auftrag gegeben, ja, das war an finde raus in deiner eigenen Redaktion, was hier falsch gelaufen ist. Wie schwer ist das gegen... Das war ganz einfach. Man muss sich die Situation vorstellen. Wir standen wirklich als Betrüger, Lügner, was weiß ich da. Und Nann rief mich dann in den Vorstand und sagte, Herr Seufert, klären Sie das auf, ohne Rücksicht auf Personen und Sie haben freie Hand. Und wir haben dann innerhalb weniger Stunden geklärt, dass das alles Quatsch ist. Weil wir haben in Stuttgart festgestellt, dass der Herr Fischer nicht Fischer war, sondern Kujau. Damit brach die ganze Geschichte, diese Wahnsinnsgeschichte der Beschaffung, dass der Herr Kujau einen Bruder hatte in Köthen, der General der Volksarmee war, und einen Schwager, der Museumsdirektor in Löbau war und dort bei einer abgestürzten Maschine vom April 1945 von Bauern diese Bücher beschafft hatte und die dann seinem Generalsschwager gegeben hat, der sie mit Hilfe der Stasi-Firma Deutrans versteckt in Klavieren nach Westdeutschland brachte. Als ich diese Geschichte in der Nacht vom 6. auf den 7. Mai 1983 bei einer Vernehmung, sage ich mal, von Heidemann erzählt bekam, habe ich gedacht, sagen Sie, sind alle völlig bescheuert? Solch einen Blödsinn. Ja? Dann haben wir also festgestellt, dass dieser General in Köthen, der war wirklich der Bruder von Kujau, der war Gepäckträger und Hilfspolizist der Bahnpolizei. Und der Museumsdirektor in Löbau, der Schwager existierte auch, der war der Heizer dieses Museums. Also Kujau arbeitete mit realen Personen. Das war ganz blitzartig recherchiert. Aber je mehr wir recherchierten, auch innerhalb des Verlages, umso verrückter und grauenhafter wurde diese Geschichte für uns. Wenn man sich vorstellt, dass Schulte-Hillen zeichnet ab 1 Million, weil das Geld jetzt mal alle ist. Da wurde neben der offiziellen Buchhaltung eine schwarze Kasse geführt von diesem Verlagsleiter, immer schön mit der Hand alles. Dann war das Geld, Heidemann sagte, ich brauche jetzt mal wieder 300.000 Mark, kein Problem, Kasse, 300.000 Mark, eingepackt, weg. Geld ist alle, Gerd Schulte-Hillen, der sagte, hier muss gespart werden, zeichnete die nächste Million frei. Und so ging das munter dahin. Ist es heute noch üblich für Quellen, also für solche Texte zu zahlen? Also der berühmte Scheckbuchjournalismus, der so im Verruf steht, das finde ich völlig falsch. Es gibt gewisse Themen, die können Sie nicht recherchieren. Da brauchen Sie einen Insider, der Ihnen das Material gibt. Wird dafür bezahlt? Und natürlich wird dafür gezahlt. Und das finde ich auch gar nicht schlecht, denn das ist ein Motiv, da will jemand für das Risiko, was er eingeht, Geld haben. Aber keine Millionen. Würden Sie denn sagen, dass die Sorgfalt seit diesem Fall zugenommen hat? Ich würde gerne noch den Satz zu Ende sagen.
Man darf als Journalist nur nicht den Fehler machen, dass man sagt, ich habe jetzt da Geld für gezahlt, übrigens keine Millionen. Damit ist das wahr. Sie müssen mit dieser Information, die hätten Sie ohne die Geldzahlung gar nicht gekriegt, die Unterlagen. Die müssen Sie dann nur nachprüfen und Sie müssen den Betroffenen, bevor Sie das veröffentlichen, auch anrufen und damit konfrontieren. Der Stern hat das mit dem IG Metall-Vorsitzenden Steinkühler, der ja Insider-Geschäfte mit Mercedes-Papieren gemacht hat, da haben wir es genauso gemacht. Und das war nur im Falle Adolf Hitlers zum Glück nicht mehr möglich. Aber man hätte durchaus Möglichkeiten gehabt, das richtig zu prüfen. Natürlich, schon der erste Einwand des britischen Historikers hätte wahrscheinlich viel ernster genommen werden müssen. Herzlichen Dank für diese sehr facettenreichen Angänge an das Thema Wahrheit, die Suche nach der Wahrheit. Vielleicht kurze Frage zum Schluss an jeden. Wenn Sie auf der Suche nach der Wahrheit wären, Frau Röder, wen in dieser Runde würden Sie als erstes ansprechen? Meine Kollegin. Ja, und wir haben uns gefunden. Frau Wölki. Oh, wen würde ich ansprechen? Sie würden Herrn Seufert ansprechen. Ich würde Sie ansprechen, ja, weil Sie da so Erfahrung haben. Herr Seufert, würden Sie das zurückgeben? Also, ob ich auf der Suche nach der Wahrheit, aber ich würde Sie bestimmt mal befragen, weil ich das höchst unterhaltsam finde. Auch das kann auf der Suche nach der Wahrheit ein relevantes Argument sein. Anna, wen würdest du? Ich würde gerne das Publikum befragen. Wenn es um die Wahrheit geht. Mach mal einen Test. Fällt mir nichts ein. Okay, dann finde ich, du kannst jetzt auf eine andere Weise nach das Publikum nach der Wahrheit fragen, nach der Wahrheit, nach dem Wahrheitsgehalt, der in deinem nächsten und letzten Song heute Abend steht. Tim liebt Tina. Viel Spaß. Und wir halten mal fest, dass wir beide nicht genannt worden sind. Bei der Suche nach der Wahrheit. Ja, genau. Also mit anderen Worten, es traut uns niemand. Und das ist gut so. Nein, wir hatten ja jetzt nach den Gästen. Also bei uns ist das ein Abhängigkeitsverhältnis. Das eben. Geht eben. Ich werde ja nach Konzerten ganz oft gefragt, wie wahr sind deine Texte? Ich schreibe meine Musik selber, ich schreibe meine Texte selber. Und ich finde es immer so erstaunlich, wieso das Bedürfnis so stark ist, dem nachzugehen. Ist das jetzt wahr oder ist das nicht wahr? Ist dir das passiert oder ist dir das nicht passiert? Ich merke in dieser ganzen Runde, dass ich ganz, ganz froh bin, dass ich Kunst machen kann, dass ich mich frei bewegen kann, dass ich mir Sachen ausdenken kann und behaupten kann, sie sind wahr. Das nächste Stück, ja, es ist pure Wahrheit. Es ist ein Lied über meine Freunde und eine Ode an meinen ganzen Freundeskreis. Und das Lied heißt Tim liebt Tina. Tim liebt Tina, doch Tina liebt Klaus. Und Klaus muss beruflich nach China und lässt Tina zu Haus. Und Tim weiß nicht, wohin mit sich, weil Tina ihn dennoch nicht mag. Er tröstet sich mit Wodka und säuft sich durch den Tag. Manchmal schläft Ron auch mit Sonja, doch sein Ronja weiß nichts davon. Und mit viel Geschick und etwas Glück bricht Ron sich nicht sein Genick. Nein, Ron ist schlau, er nimmt Ronja zur Frau und Sonja als Gelegenheit. Liebt
noch ein bisschen mehr Wahrheit. Noch ein Lied Wahrheit. Ja! Ja, also ich schreibe gerne über die Liebe aus allen Facetten, die Liebe aus allen Perspektiven, mit allem, was dazugehört. Ein Lied über die Liebe, auch Wahrheit pur. Liebling, wenn du nach Hause kommst, wird alles anders sein. Ich verspreche dir, ich ändere mich. Nur bitte lass mich jetzt nicht allein. Wenn du nach Hause kommst, fangen wir von vorne an. Und heute Nacht lass ich dir vor der Tür ein Licht an. Denn ich weiß, ich hab Mist gebaut. Oh ja, ja. Und diese dumme Sache mit deinem Porsche tut mir ehrlich leid. Und ich kann auch verstehen, mit diesem Typen mitzugehen, ging doch irgendwie einen Schritt zu weit. Wenn du nach Hause kommst, fangen wir von vorne an. Und heute Nacht lass ich dir vor der Tür ein Licht an. Ja, 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 ja. La, 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 la. Und ich verliere den Verstand jeden Tag etwas mehr. Seit du weg bist, fällt jeder Atemzug schwer. Und die Gedanken jagen hinter mir her. Und ich frag mich, warum mich so dumm und dämlich gewesen bin. Also, wenn du nach Hause kommst, fangen wir von vorne an. Und heute Nacht lass ich dir vor der Tür ein Licht an. Denn ich bin doch deine Maus, dein Püppi, dein Kosmokristall, dein Schicksal, dein Schneckchen, deine süße Nachtigall. Und du bist mein Held, mein Ritter, mein Elfenbeinturm, mein falscher Kompass, meine Fackel im Sturm. Wenn du nach Hause kommst, gebe ich mein Wort darauf, dass ich nicht mehr rauche und dich für dumm verkaufe. Und betrunken im Dunkeln fremden Männern in die Arme laufe. Also wenn du nach Hause kommst, wird alles anders sein. Wenn du nach Hause kommst, will ich dein Mädchen sein. Wenn du nach Hause kommst, setz ich den anderen vor die Tür. Kommst du denn nach Hause? Wann kommst du nach Hause? Vielen Dank, Anna. Und wir fragen jetzt natürlich nicht, wie viel Wahrheit im zweiten Song steckte. Das denkt sich jetzt einfach jeder für sich möglicherweise. Und wir haben noch eine Kleinigkeit vorbereitet zum Thema Wahrheit. Also wir wissen ja, Wahrheit ist zum Teil auch Deutungssache, zumindest die der eigenen. Vielleicht machen Sie einfach mal auf, vielleicht findet jemand etwas dabei, was seiner Wahrheit für die nächsten Tage entsprechen soll oder wird. Bitte fang. Ach, ich bin nicht so ein guter Werber. Ich gebe schon mal nach hier. Frau Röder, würden Sie die auch aufmachen und mir hinterher sagen, ob was für Sie dabei ist? Moment, ich muss hier noch mal ein bisschen. Was sind das eigentlich? Chinesische Glückskekse? Und da sind doch immer normalerweise irgendwelche Wahrheiten drin. Vielleicht, Herr Seufert, vielleicht sagen Sie uns mal, was bei Ihnen drin steckt. Die sind ja leicht. Ich glaube, man kann niemanden verletzen. Doch, da werden schon Köpfe eingezogen. Hat schon jemand was Wahres entdeckt? Es geht zu schnell. Frau Röder. Sie also ich kann eine wirkliche Wahrheit verkünden. Ja, eine wirkliche Wahrheit kann verkündet werden von Herrn Seufert. Die hält jeder wissenschaftlichen Überprüfung stand. Erinnere dich stets,
Gesundheit sollte man nicht als selbstverständlich hinnehmen. Gesundheit sollte man nicht als selbstverständlich hinnehmen. Das aber ist darin doch wahr. Haben wir alle für uns wahrscheinlich schon ein Stück Wahrheit entdeckt. Frau Röder? Ich bin auf dem richtigen Weg. Sie sind auf dem richtigen Weg. Ein Applaus bitte an diesem Abend, Frau Professor Röder. Frau Gunja? Oh, habe ich den jetzt aufgegessen? Sie haben die Wahrheit gegessen? Nee. Worte, die von Herzen kommen, gehen zu Herzen. Wow, das Nein. ist ja heute Abend. Frau Wölki. Bei mir steht, man wird nicht dadurch besser, dass man andere schlecht macht. Man wird nicht dadurch besser, dass man andere schlecht macht. Das haben Sie ja gesagt, das kommt bei Ihnen noch gar nicht vor. Herzlichen genau. Dank, Astrologin Christiane Wölki. So, Herr Seufert, Sie haben Ihre Wahrheit schon kundgetan. Wir bedanken uns trotzdem für die Einblicke, die Sie uns aus dieser Rückschau nochmal gegeben haben in das, was Mediengeschichte skandalös machen kann und niemals weiter sollte, auch wenn Lügenpresse im vergangenen Jahr das Unwort des Jahres war. Trotzdem vielen Dank, Michael Seufert. Anna, was steht bei dir? Sei ein Freund und du wirst selbst einen haben. Ja, das hat sich ja heute Abend schon geklärt. Herzlichen ein Dank, Anna Dippenbusch. Dieter, was steht bei dir? Beleidigungen sind die Argumente derer, die Unrecht haben. Aber sie machen Spaß. Also irgendwie passt alles sehr gut heute Abend. Herzlichen Dank, dass Sie sich nochmal darauf eingelassen haben, auf Wahnsinn trifft Methode. Dies war Teil 2 unserer Trilogie. Wir gehen dem Wahnsinn und der Methode das nächste Mal beim Thema Wollust nach. Das wird ein Abend der Bekenntnisse. Von dir? Von dir. Willst du schon anfangen? Das war deine Idee. Und zwar am 29. Oktober im selbigen Hause. Heute, diese Sendung wird auch ausgestrahlt von Tide TV. Leider wissen wir noch nicht das genaue Ausstrahlungsdatum, aber wenn Sie mal auf die Seite von Tide oder der Universität Hamburg gehen, unter Wahnsinn trifft Methode, da finden Sie alles Weitere. Herzlichen Dank an das Team von Tide, an Heike Kleen, die den ganzen Wahnsinn hinter den Kulissen mitmacht, an die Kollegen vom Ton, vom Licht, an Sonja Valentin, die wunderbaren Texte ausgesucht hat für unsere Veranstaltung, immer an, vor allen Dingen an Tommaso Cacciapotti, der wunderbar uns diese Texte wieder präsentiert hat. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen und sollte ich jemanden vergessen haben, auf diesem Weg ganz herzlichen Dank von uns.